Hallo? So, erstmal einen Schal abnehmen. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Noch nirgendwo. Alles klar, dann lassen wir das erstmal. Wie sieht es bei Ihnen aus mit den möglichen Arbeitszeiten, beziehungsweise wann sind Sie am ehesten erreichbar? 16 und 3 Uhr morgens. Alles klar, das sind doch mal sehr präzise Angaben. Zwischen 16. Alles klar. Kommen wir zu den gemeineren Fragen. Wie Sie sich selber einschätzen in Bezug auf Stärken und Schwächen. Was sind so Ihre Stärken im Beruf? Was sind Ihre Schwächen? Bei den Schwächen müsste ich echt länger überlegen. Bei den Stärken natürlich, ne? Verlässlichkeit ist halt die ganzen Standardsachen. Sehr kommunikativ. Weiter, oder? Ach, alles gut. Ich finde da schon ein bisschen was. So, ja, bei den Schwächen meintest du, musst da ein bisschen mehr überlegen, aber. Ja, also ich würde halt einfach sagen, ich bin ein. Ich weiß nicht, ob man es als Schwäche auslegen kann, aber ein Perfektionist. Okay. Sehr wissbegierig, würde ich behaupten. Ja, gut, das würde ich fast eher als Stärke auslegen, außer Sie sagen, Sie sind auch neugierig. Vielleicht. Kann man halt so und so sehen, ne? Ja, gut, Das halt. das stimmt. Ja, das ist richtig. Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie eher ein ruhiger Mensch oder auch mal eher ungeduldig? Nee, geduldig immer. Also, eigentlich so, wie man mich braucht, ne? Okay. Na gut, das ist, da haben wir doch schon mal ein paar Punkte gefunden. Ich passe mich gerne an. Anpassungsfähig, sehen Sie. Oh. So, wie sieht es aus? Hast du irgendwelche medizinischen Beschwerden oder irgendeine Vorgeschichte? Auch Alles okay. keine Allergien, Asthma, Brille? Nein, zum Glück nicht, Alles nein. klar. Gut. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, was du gerne beruflich machen würdest? Tatsächlich noch nicht allzu viele, also ich würde gerne was im Nachtleben machen. Im Nachtleben, ja, das ist doch schon mal was. Weiß aber nicht, wie breit das gefächert hier ist. Ja. Deswegen, ich würde mir auch alles angucken. Also wie gesagt, ich bin da wirklich, hört sich jetzt komisch an, aber offen für alles. Oh, das ist völlig in Ordnung. Wenn du sagst Nachtleben, also wir haben natürlich ein paar Clubs, die auch suchen. Oder zum Beispiel Cheers, die haben jetzt keinen Club an sich, also keine Location, aber die nehmen sich dann verschiedene Locations und veranstalten immer Events, sage ich mal, aber das ist dann vielleicht nicht so regelmäßig. Ansonsten hätten wir sowas wie Club M, Galaxy, das sind so die gängigsten Nachtclubs hier. In welchem Bereich siehst du dich denn da am ehesten? Also Service. Hallo? Schön. Wie kann ich Ihnen helfen? Eigentlich wollte ich zu der Kollegin da hinten, die ist aber gerade mit jemandem beschäftigt, glaube ich. Ja, genau. Ach so, ja gut. Dann haben Sie einen kleinen Augenblick Geduld, dann sag ich Bescheid. Ja, sagen Sie einfach Jason Cam, dann weiß sie Bescheid. Okay, mache ich. Alles klar. Danke. Kein Problem. Dass wir es vielleicht beim Galaxy probieren. Ja. In der Regel schließen sich die Clubs eher ein bisschen zusammen, weil die meisten, sage ich mal vorsichtig, nur einmal die Woche geöffnet haben, halt nur am Wochenende. Von daher helfen die sich auch gegenseitig mal ein bisschen aus. Dann könnte ich dich da einmal eintragen und das würde dann als Direktvermittlung gehen. Heißt, ich würde einmal schauen, ob wir die erreichen und eintragen, dass du Interesse hast, da zu arbeiten. Sollte ich die nicht direkt erreichen, dann kriegst du einen Rückruf, sobald die uns zurückgerufen haben und wir da sowohl deinen Namen und deine Telefonnummer weitergegeben haben. Wäre das für dich in Ordnung so? Das ist ja irgendwie in Ordnung. Alles klar, dann machen wir das. Einen Moment, dann rufen wir da einmal an.
Hallöchen, Havens vom Zivilamt hier. Ich hätte einen Bewerber für dich, fürs Galaxy. Und zwar ist das der Herr Wuchs. Liam Rooks. Dankeschön. Telefonnummer ist die 555. Na klar. Liam, genau. Kommst du mal kurz mit? 968. Da wollt ihr nicht stören beim Alles gut. Telefonieren. Was will denn der junge Mann da vorne? Der wollte gern einmal zu Holly. Holly. Mhm. Hat Genau. aber nicht gesagt, warum. Nein. Okay. Er wartet nur auf sie. Ja, da muss er noch ein bisschen länger warten, weil nach dem Gespräch will ich mit Holly noch kurz sprechen, bevor ich dann versuche, mit Weasel News Kontakt aufzunehmen. Dann muss er sich gedulden. Ja. Ihr sonst noch helfen? Nein, das war's schon gewesen. Alles klar. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Anliegen, kannst du jederzeit vorbeikommen. Am besten vorher vielleicht einmal durchklingeln, ob wer da ist. Dann kommst du nicht umsonst her. Eine Genau. Visitenkarte. Eine Visitenkarte. Nee, aber wir sind auf jeden Fall auch Whistle. auf Whistle zu finden. Und ansonsten einfach die 901 ist unsere Leitstelle. Okay, super. Genau. Achso. Ja? Nee, ich dachte, wo will er denn hin? Achso, ich bin hier gerade noch am Schreiben. Alles Moment. gut, alles gut, Okay. alles gut. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank und noch einen angenehmen Abend wünsche ich. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss. Ja. Der Besucher da, der da gerade erstmal wieder weggelaufen ist, war für dich, aber ich denke, er Für kommt mich? wieder. Ja, Ja. Jason kennen. Sagt mir absolut gar nichts. Sollte mir das Wie? was sagen? Jason was? Jason kennen. Ist Ken oder King? Ken. Also wie die Barbie-Puppe. Ach so. Jason Ken? Und warum ist Ja. der für mich? Keine Das wusste Ahnung. ich Also auch nicht tatsächlich. wenn ich mich, also den habe ich quasi viermal vorgestern bei mir Angerufen wegen hier. Führerschein. Ja. Den habe Auch ich schon auch so. angerufen wegen Führerschein gestern, ja. Ich habe den Namen noch nie gehört. Ja. Ich. Aber Aber er der hat will auf gesagt, er jeden will zu Fall. Holly. Ja. Zu der Okay. Kollegin da vorne. Dann gucke ich doch mal, Mensch. Ja, gut. Vermutlich verwechselt er sie. Höchstwahrscheinlich. Weil die letzten Tage hatte ich mit ihm eher zu tun gehabt. Ja, irgendjemand hat während des letzten Führerscheins angerufen und gefragt, den habe ich eigentlich auf 18:30 Uhr vertröstet. Okay. Ja, aber die Frage ist, was. Ja. Ich gehe da trotzdem hin, bleibt ihr mal hier. Naja. Ja, klar. Mensch, Marco, hast du Zeit für den Führerschein? Ja, wenn wir um 18:30 Uhr schon den Das geplanten stimmt. Ja, wie sieht es Das denn bei wird dir danach knapp. aus mit der Zeit? Also, soll ich ihn auf 20 Uhr vertrösten? Also Falls du dann ich noch Lust und Zeit hast, halt, ne? bin an für sich nicht verplant. Mhm. Ja, das soll man gegen 19:30 Uhr einfach anrufen. Alles klar, sage ich ihm. Hi. Ach, sie war beim Friseur. Voila. Du warst beim Friseur, oder? Sieht Nee. gut aus. War gestern Abend noch. Ah. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Gracias. Gar nicht Aber so schlecht, klingt auch absolut positiv.
Ja, gut. Wir wissen doch, glaube ich, jetzt mittlerweile, dass wir alle irgendwie ein Problem mit Komplimenten machen haben. Oh, warst du beim Friseur? Sieht man. Ich finde eigentlich, ich kann das unter Umständen ganz gut. Das war. Sind denn nicht gerade Leute hochgekommen? Ja, die haben kurz telefoniert und sind wieder runtergerannt. Kim, wie war der Nachmittag? Entspannt. Boah, das lobe ich mir. Ja, muss auch mal sein. Yep. Eine neue Handyhülle kaufen, ich habe Angst, dass mir dann das Handy wieder kaputt geht. Die verschweißt sich doch nicht mit dem Telefon. Oder doch? Oh doch. Oh nein, echt? Gut, Sind dann auch so bleibe ich. Einmalhüllen, du kriegst sie nicht wieder ab. Also wenn du sie abmachst, gehen sie halt kaputt. Du kannst sie nicht immer verwenden. Scheiße. Das ist blöd. Dabei soll das Ding doch eigentlich das Telefon schützen. Aber Ja, gut. das prinzipiell schon. Ja, aber wenn man jetzt keine Lust mehr auf die Farbe hat, dass man dann einfach sagt, ja, die muss ich jetzt abreißen, die geht kaputt. Ja gut, ich könnte jetzt Schwierig. gerade eine ganz blöde Assoziation anstellen. Aber das lasse ich. Das passt hier nicht hin. Nachher unterstellt man mir wieder irgendwelche Sachen. Ach Gott, Ma, ist das schlimm. Müde. Ein bisschen. Ja, ich aber auch. Landscape Gardening ist wieder in Betrieb. Na, schick. Ja, die hatten jetzt die letzten Tage ja zugemacht. Okay, ich merke schon, wir werden hier die Handybande. Mm.
besser nicht. Die werden, wie wird das genannt? Die Smombies? Nee, das kann ich nicht. Nee. So, in einer halben Stunde ist Führerscheinwerbe mit. Ich kann gern mitkommen. Ich... Wie sich alles umschlagen ist. Ja, wie gesagt, ich komm gern mit, aber ja. Aber? Irgendwann musst du die mal selber machen. Ich weiß. Ja. So schwer ist das gar nicht. Ich glaube, es ist sogar gesagt, ein Kombi, der ist, das macht. Ehrlich gesagt, ist es auch wirklich gar nicht so schwer. Jetzt, wo ich eine Nacht drüber geschlafen habe, war es vielleicht ein bisschen der Aufregung geschuldet und des Fahrschülers. Ja, vielleicht. Die Kombination aus beidem. Oh, er konnte aber auch eine Kartoffel an die Backe labern. Mhm. So, einen von euch beiden brauche ich jetzt mal. Ich müsste einen Wagen vom LSC abholen. Okay. Ja, dann komm ich mit. Oh. Lili, wir sind kurz beim LSC euren Finanzamtwagen abholen. Ihr wollt nicht zufällig dann was zu essen holen? Können das wir auch. Das war jetzt nicht die primäre Planung, aber das lässt sich einrichten. Das wäre ganz gut. Ich überlege gerade, was hat denn auf, dass ihr jetzt nicht quer durch die Weltgeschichte fahrt? Oh, ich hasse das. Was Kebab hat nicht auf? Pearls hat auf. Pearls oder Tokio hat auf, ja. Little Tokio hat auch auf, ja. Ich glaube, dann, Little Tokio ist mehr auf der Richtung. Ja. Aber Pearls ist jetzt hier quasi auch nebenan, deswegen. Aber Little Tokio ist gut. Ja, ich habe da gestern auch mal mir was zu essen geholt. Ist so lecker. Wenn ihr mir da was mitbringen wollt. Klar. Jetzt, wo du fragst, selbstverständlich. Zweimal das Tokio-Menü. Und bitte nur mit Teriyaki und Ramen. Teriyaki und Ramen. Zweimal. Ja. Okay. Getränk? Bubble Tea. Bubble Tea, okay. Moment. Nein, nicht Bubble Tea, Bubble Tea. Bubble Tea. Nee, Bubble Tea. Bubble Tee. Ja. Oh mein Gott. Deutsch. Ja gut, Bubble warte, ich schreib's auf. Moment. Okay. Amber nimmt Teriyaki. Will irgendjemand noch Kim informieren? Oder kommt sie schon? Zweimal Teriyaki. Warte. Ramen. Ja, warum rufst du mich an? Jetzt ran! Ja, hallo. Hallo Kimber, möchtest du was von Tokio haben? No. Okay, danke. Also, nee, mein Mann war doch heute schon, hat mich hier versorgt. Ach so, oh Gott, dein armer Mann, das hat mir gestern so leid. Und dass ich dir da geschrieben habe, frag nicht. Hinterfrag's einfach nicht. Zweimal Tokio-Menü mit zweimal Teriyaki, zweimal Ramen. Und zweimal Bubble Tea. Tee, meine Güte. So, Holly? Kannst du mir noch einmal das Kyoto-Menü mit Teriyaki? Kyoto-Menü. Teriyaki, ja. Auch mit Bubble Tea und nochmal zweimal Bubble Tea extra, bitte. Bubble Tea, also dreimal. Nee, also zwei sind beim Menü. Ja, zweimal, aber dann noch einmal extra zweimal. Nee, zwei ja. extra. Also ja. Okay. Okay. Könnt ihr vorlegen oder soll ich dir vorher Geld mitgeben? Nö, alles gut. Okay. Alles klar. Gut, habe ich mir aufgeschrieben. Dankeschön. Dann bis nachher gleich. Bis gleich. So.
mal den Schal wieder ummachen. So. So. Mir ist kalt. Das ist ungeheuerlich. Warum? Weil das nicht gut ist. Muss man ändern. Ja, ich habe ja jetzt mir einen Schal gekauft. Na, wenn das nicht reicht, sagst du Bescheid. Okay. Nee, ich habe hier unter der, ich hab hier noch unter der Weste oder unter der Jacke noch ein Dings. Noch ein Sakko. Also alles gut. Ich fahre das jetzt mit der Leichelle. Sind aber trotzdem genug da, die den, die einen ausstellen können, also falls jetzt nicht hier. Ach so. Ich pack aus. Ja, jetzt kenn ich, fährst du. Ja. Schreiben. Alles klar. Ich bin irgendwann im Laufe des Abends aber auch wieder da. Dann bis nachher. Ciao. Wo war nochmal LS? Wir erstmal fahren wir zu Tokio. Erstmal zu Tokio. Okay, na gut. Boah. Plötzliche Wintereinbruch gestern hat mich echt ein bisschen geschockt. Warte mal, eine Britin, die darüber, darüber überrascht ist, dass Ende November es kalt wird. Es schneit kaum in England. Viel mehr regnet es da ja nur. Ja, ich meine, es war die letzten Tage immer noch so angenehm warm hier. Und plötzlich. Immer noch. Und plötzlich auf einmal fängt es an zu schneien. Na, wenn der Wind dumm dreht, dann haben wir den Salat, das ist richtig. Ah. Nee, England hat immer so etwas, was man auch Golfstrom nennt. Da schneit's nicht. Da ist immer noch warm. Erinnere mich dran, dass ich dir irgendwann mal Seattle zeige. Okay. Das ist anders wild. Okay. So, jetzt. Inwiefern anders wild? Ihr Briten bildet euch ja immer ein, ihr hättet ein regnerisches Wetter. Ja, okay. Ich habe da ja so ein paar Bücher gelesen, die da in dem Staate handeln. Ich weiß. Ja, das ist noch ein bisschen weiter westlich, aber ein bisschen nördlicher als Seattle, aber ja. Nein, ich habe auch 50 Shades gelesen. Da geht's um Wetter? Dann habe ich, glaube ich, ein anderes 50 Shades gelesen. Nein, aber das ist auch da. Das ist doch im Staat Washington, oder nicht? Ja, wenn nur ich vom jetzt Wetter nicht... habe ich da wenig gelesen. Ach so. Nee, da habe ich auch sehr wenige von gelesen. Ich glaube, das. Ja, die einzige Buchreihe, wo das Wetter immer mal wieder eine Rolle spielt, ist Cindy Meyer. Mm. Bücher. Aber die spielen ein paar. Die spielen ein paar hunderte Meilen davon weg, ja. Aber es ist richtig. Es ist schon mal der richtige Start. Das können die wenigsten einsortieren. Na Gott sei Dank. Willst du nicht wissen, wie viel Europäer ich erklären muss, dass Washington nicht an der Ostküste liegt? Also der Staat. Das ist doch District of Dings, ne? Ja. Hallo. Hi. Hallo. Wir wollten gerne etwas zum Mitnehmen für unsere Kollegen haben. Mhm. Moment, ich muss gerade noch mal schauen. Zweimal das Tokio-Menü. Mhm. Mit zweimal, also mit Teriyaki und Ramen jeweils. Mhm. Und ich zitiere Bubble-Tee. Okay. Und dann einmal noch das Kyoto-Menü mit Teriyaki und Bubble Tea. Und zweimal Bubble Tea extra dazu. Okay. Also insgesamt dann 4. Mhm. Das wär's dann. Okay. Ich hätte zweimal an... das Osaka noch. Wir haben gerade dieses Nashi no Yume, was da drin ist, haben wir gerade momentan nicht. Dann würde ich Mochi dazu nehmen. Okay. Wenn ihr Mochis habt. Ja, ja. Perfekt. Natürlich haben wir Mochis. Okay. Noch irgendwie Wunsch hier, welches trinken oder so? Nö, da bin ich flexibel.
Flexibel, wie schön, okay. Ja, super. Dann bringe ich euch das mal. Dankeschön. Gerne. Der Kleine ist ja echt süß mit dieser Folierung. Ja. Ich finde das auch hübsch. Also die haben alle so ihr eigenes Design. Die verschiedenen Unternehmen? Ja, also jedes Unternehmen hat sein eigenes Design. Oh, das ist aber niedlich. Aber das gefällt mir ganz besonders. Eigenartig. Was denn? Ach. Leute, die dann einfach mittendrin auf anfangen, SMS-Konversationen abzubrechen. Wen meinst du? Also. Redest du gerade von mir? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, es hat sich schon irgendwie vorgestern wie eine Art Date angefühlt. Aber ich war mir selber nicht so ganz sicher. Und ich kann das eigentlich so richtig, ich kann das schlecht über SMS halt sagen. Und wenn ich es so sage, dann ist es immer so, oh Gott, was sag ich jetzt? Dann gebe ich dir die Chance, dich hinter dem Bildschirm zu verstecken. Ja, nein! Es ist ja trotzdem ich, die das dann spricht, die das dann sagt. Ja, richtig. Und das ist dann, das ist ja so, ja, jetzt lach nicht. So, ich weiß. Ist, nein, es ist mir ja selber unangenehm, selber das. Also, gefühlt war es ein Date, irgendwie. Ja, das mag ja sein, das, das habe ich zur Kenntnis genommen. Das ist aber keinerlei Antwort auf meine Frage. Was ich daraus jetzt mache, oder? Frage, was mir lieber ist. Wenn es gewesen wäre oder wenn es keins gewesen wäre. Verdammt, jetzt muss ich eine Frage verdammt. Antworten. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was mir da. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich das nicht weiß, dann weiß es keiner. Wie war es, der Gegenfrage, wie war es denn für dich? Ich habe zuerst gefragt. Oh, wow! Oh, was mir da lieber ist... Vor allem, von wem hast du das? Hat das dir Holly erzählt? Also erstens spielt es meines Erachtens wenig eine Rolle und zweitens würde ich meine Quellen noch niemals preisgeben. Oh. Wenn alles nur das Anwaltsgeheimnis. Wie unfair. Und du magst hier rumdrucksen und ausweichen, das ändert nichts daran, dass du die Frage nicht beantwortet hast. Ja, ich weiß. Ach Gott. Naja, wenn du das schon mal weißt, ist ja schon mal gut. Okay, ja, es war für mich ein Date. Also, ja. Okay. Ja, okay. Nehme ich zur Kenntnis. Ist aber keine Antwort auf die Frage. Was ist für mich lieber? Das ist. Puh. Das ist eine sehr komplexe Frage. Ja, oberflächlich und langweilig kann jeder. Oh. Ja, mal die kleinen Stunden, hier habe ich ja mal die Riesenbestellung. Da ist kein Platz. Ja, ich habe leider schon meine ganzen Sachen voll. Das ist jetzt Tasche? Schlecht. Dann muss ich das wohl für die Kollegen mitnehmen? Ja, das wäre ganz lieb. Okay, hier. Wer kriegt die Rechnung oder zahlt ich das getrennt? Oder? Okay. Ich nehme die Rechnung. Aber die. Nein. Zu spät. Bitteschön.
Super. Okay, dann lasst es euch schmecken. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So einfach kommst du mir nicht davon. Oh. Solange du mir die Antwort schuldig bleibst. Was mir also lieber ist, dass es ein Date war oder dass es kein Date war? Okay. Ja, die Frage können wir jetzt sogar ein bisschen abwandeln. Du hast ja festgestellt, es hat sich für dich wie ein Date angefühlt, ist die Frage. Ja. Findest du das gut, dass es sich so angefühlt hat, oder ist es dir unangenehm, dass es sich so angefühlt hat? Ehrlich gesagt, es hat sich gut angefühlt. Ja. Ja. Ja, ich bin da so, ich bin da schlecht drin. Dann war es vielleicht ein Ding. Das bringt mich gerade aber auch nicht gerade mehr in die. In meine Sicherheit irgendwie. Wo ist denn jetzt hier LSC? Halb rechts. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, und dann muss ich gleich links. Mhm. Aber nicht in die Straße, sondern in die Einfahrt für mein Zimmer. Warte mal, hier aber noch wir nicht. Ja. Also, theoretisch waren wir auf dem P3. Wobei wir können eigentlich nicht, wir fahren auf die Einfahrt, nicht auf der Kreuzung stehen bleiben. Da, nicht da. Ja. Ach so, jetzt weiß ich. Nee, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Echt jetzt? Oh Gott, warte, ich muss wenden. Du bringst mich durcheinander, weißt du das? Du bringst mich echt ganz schön durcheinander jetzt mit diesen ganzen Sachen. Oh. Guck mal, ich kann dir noch eine Frage stellen. Oh nein. Mach's dir vielleicht leichter. Ja, was denn? Also. Wenn du sagst, es hat sich so angefühlt und es ist gar nicht schlimm, dass es sich so angefühlt hat. Mhm. Und ich dir daraufhin jetzt gesagt habe, na dann war es vielleicht eins. Dann stellt sich jetzt die eigentliche Frage, fühlst du, dass sich sowas wiederholt? Und wenn du darauf eine Antwort gefunden hast, dann fühlt es sich vielleicht auch besser an. Wir parken den einfach mal hier. Ja, wollte ich auch. Ich wollte hier rein. Perfekt. Ich nehme einen Zettel in die Hand. Hier ist, wieso liegt das Erste-Hilfe-Set und zwar ein Dreieck im Kofferraum? Also, im Kofferraum liegen. Im Handschuhfach ist das? Ja. Okay. Merkwürdig. So. Okay. Ja, können wir es mal so stehen lassen. Okay. Drinnen nur Bescheid und dann müsste unser Wagen jetzt oben stehen. Ja, das hatte mir Tamara schon mal gezeigt, wo die stehen. Jetzt fiel es mir wieder ein. Ich sag Bescheid, du denkst über eine Antwort nach. Ach, okay. Ich lass dich nicht so einfach davon. Du lässt mich ganz schön zappeln. Ich lass dich zappeln, du bist die nicht antwortet. Hallo. Matteo zufälligerweise da? Ja, da hinten mit der Russenmütze, wo gerade meine Kollegin steht. Ah, alles klar, danke. Perfekt. Hola. Junge, Grüße. Matteo? Ja. Wir haben telefoniert, ich komme vom Zivilamt. Hi. Hi. Dylan hat heute den ersten Wagen schon mal fertig gemacht. Ja. Den würde ich auch mitnehmen. Ich habe euch den nächsten hingestellt. Ist das Ganze jetzt durch oder was? Genau, ich wollte gerade sagen, er wollte irgendwie euch eine Nachricht hinlassen. Herr Garcia hat das Ganze abgesegnet. Er meinte aber, er macht das, was die Rechnung angeht, soll Lenny da auf ihn zugehen. Das machen die untereinander aus. Euer Chef halt. Interessant, ja, gut, okay. Na, also er hat erstmal prinzipiell die Kosten abgesegnet, deswegen darf ich euch jetzt so nach und nach die Autos herstellen. Ich habe gesagt, ich gebe euch nie mehr als ein hierher. Ja,
Ja, du kannst schon ruhig zwei. Also, wenn du uns zwei hinstellst, so ist das kein Problem. Hm. Nur halt jetzt nicht irgendwie hier 14 Fahrzeuge auf den Hof stellen und dann. Nee, definitiv nicht. Ja, wenn das so ein, zwei sind, das ist halt kein Problem. Ja, also was ich auf jeden Fall absprechen werde, ist, wenn wir die Busse bringen, weil die ja doch ein bisschen mehr Platz wegnehmen. Ja. Da sage ich vorher Bescheid und stelle sicher, dass sie halt direkt gemacht werden können. Das wäre cool, ja. Genau. Jetzt steht einer da. Ab jetzt kommen auch nur noch Fahrzeuge mit Zivilamtskennzeichen. Achso, wir haben auch noch die zwei Stretch. Da sage ich vielleicht auch vorher Bescheid. Ja, kannst du, musst du aber nicht. Hm? Okay. Also, weißt du, alles gut. Ja, es geht einfach nur um den Platzbedarf, den wir haben. Genau. Ja, dafür haben wir ja extra noch einen Stellplatz. Wenn du mir nicht zwei auf den Hof stellst, ist das alles cool. Ja, gut, okay. Und dann machen wir das die nächsten Tage fertig. So. Ja, halt also jetzt irgendwie über die Woche verteilt, nachdem es gestern anfing zu schneien, das erste Mal. Ja, besser machen wir ist. Ne, deswegen bringen wir einfach. Hallo, Leitstelle. Ja, der soll sich schon mal die Theorie angucken. Ich bin gleich da. Ich danke dir vielmals. Ciao. Bring mal einfach mal zwei oder drei vorbei und dann passt das. Ja, okay. Kriegt er morgen mehr. Jetzt muss er erstmal wieder zurück. Ja, kommt ihr zurück oder was? Ja, ich nehme jetzt den, da der nicht mehr hier unten steht, müsste der ja. Ach nee, scheiße, der steht da. Jetzt erkenne ich ihn. Oh, der Schwarze da. Ja, ist der auch von euch? Ja, der ist vom Finanzamt. Ja, sonst müssen wir mal Dylan fragen, wie weit der ist. Weil der sitzt da, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen drin. Alles klar, ja, mach mal. Warte. Dylan, wie weit bist du mit der Karre? Die ist jetzt fertig. Ja, na, trifft sich gut. Perfekt. Der Herr und die Dame nehmen die Karre direkt mit. Jo, alles klar. Dann stelle ich die draußen auf den Parkplatz, ne? Yes. Perfekt. So, okay, wir stellen neben der Rampe. Genau, ansonsten stelle ich euch dann ab morgen immer so zwei, drei Wagen hin. Ja. Steht halt wie gesagt alles. Ich habe immer noch meinen Block drin, wo halt draufsteht, hier Inspektion mit der Reihe. Wollte gerade sagen. Einfach nochmal draufschreiben. Aber ich schreibe es dann mal ans schwarze Brett. Wie gesagt, ich habe jetzt halt auf Rückmeldung von dir gewartet. Hm. Weil ich halt nichts mehr gehört hatte. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Freigabe bekomme. Ich verfasse da gleich noch was am schwarzen Brett, dass die Leute Bescheid wissen, das Fahrzeug, wenn die von euch da sind, was damit ist. Und ja. Ja gut, wunderbar, dann machen perfekt. Wir das so. Alles gleich machen wir so. Dann gebe ich das Lenny so weiter und dann sollen die halt den Rest klären. Genau so. Perfekt, okay, ich danke super, dir. Kein Ding. Ciao. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ui, das ist immer ein ganz anderes Sitzen hier drin. Der klingt auch gleich ganz anders. Oh, der klingt ganz anders. Uiuiui. Fährt sich aber auch sehr gut. Okay, mal sehen. Der hört sich böse an. Oh, ja, ist halt ein Ocelot, ne? Ocelot? Achso, so heißt das. Okay. Heißt der Hersteller. Also, der Wagen heißt der Karl. Moment, ich muss noch einen rein. Genau. Hier lang. Wie verkrampft sie sich aufs Fahren konzentriert, um mir eine Antwort schuldig zu bleiben? Ja. Aber die Frage darfst du dir gerne aufheben darauf. Oh Mann, du bist gemein. Aber ich freue mich natürlich für die Zeit nach. Okay, ich versuch's. Ihre Bearbeitungszeit beträgt, ich weiß nicht wie lange. Atme nicht vergessen. Ja, ich denk dran. Danke für den Reminder. Hier dann rein, ne? Ja.
Du hättest vor uns auch weiter geradeaus fahren können, anstatt rechts abzubiegen, dann wären wir schon hier gewesen. Ja, okay. Ich habe eine Orientierung wie eine Bockwurst. Okay, ich nehm's hin. Ich mag so eine Disziplin. Was wurde denn mit dem jetzt gemacht? Inspektion, also für den Winterfest gemacht? Oder wie? Genau. Der ist winterfest gemacht worden, eine Inspektion mit der Reifen aufgezogen. Ach so. Okay, ja. Das ist meine Antwort. Ja, ist deine Antwort? Ja, ist meine Antwort. Na gut. Dann. Als ob du irgendwas anderes erwartet hättest. Hallo, du bist ein selbstbestimmtes Wesen. Ja, und? Was ich erwarte und was ich erhoffe, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Dann werde ich mir wohl was einfallen lassen und demnächst wieder auf dich. Okay. Hallöchen. Hi. Hola. Von Weitem sah das aus, als ob Holly keine Schuhe anhat. Da sitzt euer Führerschein. Mhm. Ja, das wird Kims Part werden. Jo. Wo ist denn Lilly jetzt hin? Auf Toilette. Sage ich sehr selbstbewusst, weil ich garantiert zugehört habe. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, sie wollte auf Toilette. Ist in Ordnung, das kann ich verstehen. So, Holly, du hattest Essen bestellt, ne? Richtig. Einmal das Kyoto-Menü und zwei Bubble Tea. Mhm. Nimm mal erstmal hier drin nochmal den Schal ab. Hier drin ist doch ganz schön warm damit. So. Oh, sehr schön, danke. Soll ich komplett machen oder können wir uns auf 50-50 einigen? Hä? Also mit Praxisführung. Ach so. Hast du mir jetzt echt die leere Tüte zurückgegeben? Die brauche ich nicht, danke. Sag Lili, ich stelle dir das Essen ins Regal. Ach nee, da kommt sie. Das ist. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann greift Marco ein. Genau, das ist die richtige Erklärung. Lili? Ja. Hello. Lohe. Es gibt ja auch keine feste Strecke. Und am Anfang kannst du da einmal schön bei den Weinbergen rumführen. So dahin, schön. Also West Highway, das kennst du ja. Danach sagst du einfach links, rechts, wie du Lust hast. So, ich guck nochmal kurz was den Akten nach und dann geht's los. Ja. Wer hat bezahlt? Ich. Ist schon okay. Ach so, was kriegst du? Sicher? Ja. Okay. Ist schon okay. Na gut. Danke. Ja. Ich geh dann mal das schnell einzahlen, bin gleich wieder da. Nicht mehr so viel Geld hier rumlaufen. Wie habe ich jetzt eigentlich in der Tasche? Ach du Jemine, okay, $500 rein. $500. So, nur kurz auf die Toilette und mich mal kurz die Jacke ausziehen.
dir mal kurz was, das kannst du mir gleich wiedergeben. Einer fehlt noch tatsächlich. Ein Bubbeltee. Ja, ich sage so. Großartig, vielen Dank. Ja, genau. Geld habe ich immer gegeben. Das von Lilly. Hat noch jemand Müll einstecken, dann bringe ich den jetzt gleich weg. Oh, ja, tatsächlich, wenn du mich so fragst. Ich habe noch ein paar Plastikflaschen. Ich habe noch mehr. Ich habe auch noch ein paar. Hallo. Ich weiß nicht, kannst du die noch tragen? Ja. Danke. Ich muss noch ein bisschen jonglieren. Kannst du mich auch noch direkt in die Tüte geben oder musst du die nicht rumschlagen? Das war nämlich meine Idee. So. Marco, du bist der Beste. Du bist Danke. Der Beste, weil ich habe mich nämlich schon gefragt, wann ich dazu komme, mal den ganzen Müll loszuwerden. Okay. Apropos Müll loswerden, euer Führerschein. Damit meine ich nur, dass wir die Liste aussortieren können. Genau. Ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, aber es klingt lustig. Da hinten sitzt jemand, will deinen Führerschein machen. Ja, das ist euer Führerschein für die Liste ausmüllen. Okay, also was wir gerade machen, damit ihr beide auch Bescheid wisst, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, einmal Brainstorming, was wir beim Unternehmensbesuch auf jeden Fall nicht vergessen dürfen. Mhm. Alles, was man vorher vorbereitet, führt nicht zu einem Chaos, wenn man bei den Unternehmen sitzt. Also ich nehme jetzt trotzdem Kim und mache den Führerschein. Ja, du nimmst Kim mit, ihr macht den Führerschein, beziehungsweise, warte mal. Kim könnte den Führerschein machen und du guckst zu. Das war der Plan. Ja. Perfekt. Viel Spaß. Hallo. Gracias. Gib doch deine Liste Hallöchen. Mal. Hallöchen. Kim. Hi. Gib doch deinen Notizblock mal weiter an. Oder stehen da Sachen drauf, die du jetzt brauchst? Wen meinst du, mich? Nee, Kim. Ach so. Und für was genau jetzt Notizblock? Du hast doch mit gebrainstormt. Oder steht das alles auf dem Notizblock von... Wir haben alles zusammengefasst. Ja. Okay, dann ist gut. Ja, ich hab das ungefähr so grob auch... also dieselben Stichpunkte, wo es halt für mich... Ja, aber dann ist gut. Wenn ihr sowieso zusammen gebrainstormt habt, dann ist prima. Dann viel Spaß beim Führerschein. Ja. Gracias. Viel Spaß. Gracias. Hallo, Hermann. Hallöchen, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Hermann. Sehe ich den Notizblock wieder? Nö. Wir sind ja noch nicht fertig. Achso, sonst hätte ich es noch weiter. Ganz... Nö. Also, gut. Wichtige Punkte: Gott, was schreibe ich denn da schon wieder für einen Müll? Zivilabteilung. Mitarbeitersuche, ja, nein. Berufe, Zeiten, wie viele? Praktikum möglich? Eventuell Mitarbeiterabgleich? Wen habt ihr übernommen? Nee, das machen wir nicht in dem Gespräch. Ja, haben wir auch will wissen müssen, dass wir keinen PC haben. Genau. Das ist schwierig. Aber da in dem Zusammenhang würde ich halt auch nochmal fragen, aber das gehört eigentlich auch zur allgemeinen Zufriedenheit. Gerade wenn wir wissen, wir haben da in letzter Zeit viele hinvermittelt. Wie läuft's mit den Neuen? Seid ihr da auch? Ne, also... dass man da so ein bisschen... Das Thema wird etwas... Sagt. Also Ansprechpartner aktualisieren... Ja, und richtig. Wird etwas vom Zivilfinanzamt benötigt? Allgemeine Zufriedenheit. Zivilfinanzamt benötigt, das ist was, das machen wir dann ganz am Schluss. Mhm, genau. So, hey, braucht ihr noch was von uns? Mhm. Können wir euch irgendwie helfen? So, wichtige Punkte, Finanzabteilung. Das ist ja, weil wir eben mit beiden Abteilungen, ja, das ist Sinn der ganzen Geschichte. Für Hermann, wir machen gerade hier einfach mal ein Brainstorming, was wir bei den Unternehmensbesuchen, wenn wir demnächst damit anfangen, mit beiden Abteilungen, auf jeden Fall mit vorstellen. Es soll ja jetzt kein Besuch von 2 Stunden werden, sondern ein bisschen organisiert, was wir den Leuten erzählen und was die uns erzählen, also dass du dich nicht wunderst, was wir hier gerade besprechen. Wichtige Punkte Finanzabteilung. Nochmal, das ist was, das kanntest du noch nicht wissen. Aufgaben. Das könnte man auch nochmal Zivilabteilung. Aufgaben. Ja, wofür sind wir bei den Unternehmen zuständig? Und dann eben dieses Aktualisieren des Restes, ne? Das haben wir ja dann. Aufgaben wird etwas vom Zivil- oder Finanzamt benötigt, das kommt ganz am Ende. Das ist immer so schei. Oh, Holly.
So. Und Fragen seitens des Unternehmens. Zu jedem Zeitpunkt im Gespräch möglich, ne? Genau. Wir wollen denen ja auch das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, geben, dass man mit uns halt auch reden kann, dass wir die auch unterstützen wollen. Wir wollen denen nur ein Gefühl geben, dass sie reden können. Aber hallo, wir sind vom Finanzamt. Oder dann, was ist denn Weichmomd? Ich habe keine Ahnung, mein Mann hatte den Notizblock vorher und der hat manchmal komische... Ist gut. Hört sich sehr... Mann. Oder Freund, aber es klingt irgendwie mal komisch, wenn man Freund sagt, finde ich. Man sagt eigentlich immer Mann, ne? Ja. Oh, ob alles draufsteht? Mein Männer. Ja, ja, genau. Aufgaben, Vorgehen, ja, Anträge, genau. Ein bisschen was weggradiert. Ja, alles gut. So. Das Kundschaft. Überholen. Das ist eine gute Idee. Ich komm mit. Schnappt sie euch. Schönen guten Abend, die Herren. Wolf, mein Name. Wie kann ich helfen? Schützenschein, ja. Beide. Ja. Ja, alles klar. Dann einer mal bitte mitkommen. Geh. Achso, beide. Nee, einer erstmal nur. Ey. Ja, einer nach dem anderen, bitte. Ja, ich bleib hier. Fliegerschluck, komm, Fliegerschluck. Ein bisschen Abstand nehmen, weil sonst kann es gleich Probleme mit dem Ausweis geben. Ja. Ja. Wenn man weil den bräuchte ich jetzt nämlich, um weiterzumachen. Alles klar. Schön. Ja, wie ist denn das? Die Nase hinter mir, der hat keinen Ausweis, weil die Cops den immer noch haben. Ich zeig meinen abgelaufenen Führerschein einfach. Das geht Führerschein. Das wäre auch in Ordnung, genau. So, dann einmal bei der Vorkollegin abstempeln. Jawohl, mach, warte. Muss wieder hier an den Tisch. So. Musst mal üben, das im Stehen zu machen. Nein, der Stempel, der drückt sonst noch so sehr durch. Leg deine Hand einfach drunter und danach drauf. Ja, und dann habe ich den Stempel auf meiner Hand. Ja. Das ist doch geil. Schön. Kannst du angeben, nee. Dass du beim Zivilamt arbeitest. Aber dann fährst du jemanden ins Gesicht. Zack, gestempelt. Warte mal, ich wollte noch so. Geil. So, hier ist der Ausweis. Den habe ich noch. Oh ja, dankeschön. Und dann. Was heißt du bist? Ich bin. Was gebe ich dir jetzt? Ab meine alte Arbeitslosenbescheinigung. Genau. Du kannst auch direkt zerschreddern hier. Brauche ich nicht mehr. Mhm. Das kann ich natürlich auch machen. Pop, danke dir. Ey, wem gehört das Auto da draußen? Welches denn? Du musst schlafen oder so, keine Ahnung. Das hinterm Türkis oder so. Ach da, weiter. Jetzt das sehe ich. Huch, ja, das Auto ist müde, das möchte schlafen. Ja. Frau Kollegin, einmal mit abstempeln. Ja, klar doch. Ja, gib mir erstmal hier wieder eine Ecke vom Tisch. Danke. Eine Ecke vom Tisch. Okay, eine Ecke vom Tisch reicht schon. Ja, eine kleine Ecke vom Tisch, die würde mir schon komplett reichen. So. Bitteschön. Dankeschön. Und hier ist der Ausweis. Ich habe keinen Ausweis, aber danke. Den hätte ich gerne. Standardaussage. Ich kann einen beantragen, aber... Ja, scheiße, wenn der PD liegt, dann... mich anruft. Ich wollte gerade sagen, also wenn das noch mit PD liegt, dann beantragen wir auch erstmal keinen. Ja. Mal schauen. Ich warte schon seit 2 Wochen, mal schauen, was da rauskommt. Ich glaube, da wird da nichts mehr rauskommen. Ja doch, ich habe gerade angerufen, der meinte, der PDler ist nicht im Dienst. Der meldet sich heute noch. Seit 2 Wochen. Ja, mal schauen. Viel Erfolg, ne? Jo, danke. Wenn nicht, komme ich auf euch zurück. Alles schön klar. Noch, ciao, ne? Ciao. Ciao, ciao. Peace. Aber dann kannst du jetzt auch ruhig wieder den Arm runternehmen, ne, Hermann? Nein, der Bauch hier oben. Achso, warte, dann hänge ich da jetzt mal... Warte doch mal! Warte. Pass auf. Ich hänge da jetzt meinen Mantel dran. Kann doch einfach in die Nase stupsen. Ey! Nicht stupsen. Boop. Hey! Klaut mir noch meine Nase. Ja. Ich hab deine Nase. Das ist jetzt meine. Kommt in die Akte. Jetzt bin ich Michael Jackson.
Als Anhang hinzufügen. Als Anhang hinzufügen. Die Nase. Nelly, hattest du nicht. Wollte der LSC nicht vorhin dein Auto wecken? Nee, das dafür muss das Spezialteam eigentlich kommen. Oh, okay. Ach, ja, das hatte ich auch mal. Ja so nicht, die können den ja so nicht auf den Abschlepper ziehen. Hm. Damit machen sie mir ja mehr kaputt, als es hilft. Ja, hatte ich auch schon. Das kommt irgendwann, wo man es eigentlich nicht mitbekommt und holt mit dem Kran dreht er den Wagen vorsichtig wieder auf die richtige Seite. Boah, ganz genau. Da kann es echt viel schief gehen und die können jetzt auch viel kaputt machen. Wenn die jetzt was kaputt machen beim Abschleppen, dann müssen die es zahlen. Mhm. Die wollen ja auch nur auf Nummer sicher gehen. Ja, das stimmt. Ja, du willst ja nichts weiter kaputt machen. Wenn so ein Spiegel abbricht, das ist schon tut dann weh. Nee, sie machen es nicht, ganz einfach. Die kennen ihre Grenzen und... Mhm. Ja. Ja, ihr könnt noch einfach hier so ein Tauseil befestigen und das Auto gucken, ob wir es rumflippen können, aber... Rumschleifen, ist genau, die Idee. Rumschleifen. Gabelstapler. Den Berg runter einfach runterschleifen, dann dreht sich das dreimal und vielleicht landet es auf den Rädern. Wer bezahlt mir die Neufolierung? Nicht nur die Folierung darfst du dann bezahlen. Ja. Ich glaube, dann hast du ein Cabrio. Ja, das kannst du ja, das ist Cabrio. Mhm. Und die ganzen neuen Anbauteile. Wobei den Penumbra als Cabrio, den fühle ich. Also ich stimmt gut aus. Sagen tatsächlich, ich mache keine Folie bei meinem drauf, ich bleib bei meinem Mitternachtsblau. Aber innerhalb eines Monats zweimal das Spezialteam für dieses Auto ist doch auch witzig. Vielleicht kriegst du so eine Treuekarte. Ein Stempel. Hab ich vorhin schon gefragt, ne? Ja, cool. Oh. So eine Stempelkarte. Ich hatte... Als ich hier... Nach dem fünften Mal kriegst du es einfach umsonst. Als ich hier frisch eingereist war und hatte ich mir gerade frisch einen Tornado gekauft, stell die ihm beim Hotel hin, ne, haben sich ein paar, keine Ahnung, Jugendliche oder so einen Scherz erlaubt, drehen den auf den Kopf. Oh Gott. Ja, und dann so, ja, super. Ja, Spezialteam kommen muss. Tornado ist immer empfehlenswert einzupacken. Ja, das wusste ich damals ja noch nicht. Das wusste ich damals ja noch nicht. Und dann durfte ich den ganzen Tag doch noch mit dem Fahrrad fahren. Danke. Mhm. Ja, das wird mir jetzt auch so gehen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich gleich nach Hause komme. Ja, ich kann nicht fahren. Ich wollte gerade sagen, also einer von uns kann dich ja gar nicht fahren. Richtig. Wir haben alle einen Fahrbahnuntersatz. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Aber laut Chef wurde mir gesagt, ich fahre nicht sicher. Aber als du am Steuer warst, keine 3 Minuten gedauert, hatten wir ein Auto an der Seite. Mit den Unternehmensbesuchen sollen wir da, oder soll ich einfach mal das auf noch einen Blog schreiben, dass wir das irgendwie im Schrank haben? Irgendwas oder eine Akte anlegen? Okay. Soll ich den wegwerfen? Ich muss erstmal. Du lass mich doch erstmal in Ruhe aufessen. Nein. Holly hat zu viele Fragen. Ja, ich glaube, eine einzige Frage. Ich glaube, Lilly wurde damals als Kind auch beigebracht, während des Essens nicht zu sprechen. Mhm. Ist ja auch eigentlich. Ja. Hast du nichts zu essen bekommen als deutsches Kind? Ab 300 Gramm wird es halt undeutlich. Ja, Entschuldigung. Aber versteht ihr überhaupt noch nicht? Ein bisschen, ja. Es geht gerade noch so, ne? Ja, es geht. Das ist die Kunst, das kann nicht jeder. Warum du das reinschaufelst? Kannst du überhaupt noch schlucken? Da sag ich jetzt nicht zu. Ich kann immer schlucken. Aber. Hey, wer zweideutig denkt. Stachel Nacken. Aber wie du es gesagt hast, mit diesen großen. Hier gibt's was umsonst. Dankeschön. Lass dir schmecken. Danke, mach jetzt auch. Hier gibt's was umsonst. Warte, ich kann das auch machen. Ich hab mir jetzt auch alles im Mund. Da kann ich den Dreh. Also. Du hast übrigens richtig Glück. Die Dinger mag ich sowieso nicht. Boah, Moxie ist geil. Oh, rein damit. Wenn du die eh nicht magst, wieso nimmst du dann nicht das Kyoto-Menü, wo die nicht dabei sind? Das wäre einfach. Okay. So habe ich aber immer noch 2 mal Mochis, die ich verschenken kann. Freut sich immer jemand drüber. Das stimmt. Ja, ich freue mich so rüber essen. Der arme Junge kriegt ja nichts. Er hat ja nichts, der arme Junge. Du musst verhungern. Das ist, dass ich entführt werde. Vom Matuschek. Und danach noch Stachel Nacken von den Leitungen, ne?
Genau. Und dann wird dir noch einer abgestochen. Das war die Härte gestern noch. Was? Ja, das habe ich am Rande mitbekommen. Aber warum, habe ich mir leider nicht mehr erzählen lassen können. Tatsächlich, da waren halt, ich würde sagen, das waren Neueingereiste tatsächlich. Die Akte war halt noch nicht wirklich befüllt. Mhm. Und das waren halt 4 Leute. Und ich war halt alleine mit Tammy. Sprich, das dauert halt, bis ich die abgearbeitet habe, weil ich sie nicht selber abstimme. Ja, klar. Ja. Dann standen die da und dann haben der eine Typ, der ist, glaube ich, Caleb, und die Frau hieß Hope. Ich glaube, die haben dann gedrängelt oder so. Dann hat der eine gesagt, also ging es halt so ein bisschen in Argumentation über. Und dann zog Caleb plötzlich Messer und sticht ihn einfach ab. Hier? 3 Stiche, glaube ich, waren es in den Oberkörper. Ach du Scheiße. Also, ich würde sagen, versuchter Mord. Das gibt's lebenslänglich. Nee, oder? Gibt's nicht. Versuchter Mord? Natürlich. Nein, gibt's nicht. Gibt kein lebenslänglich. Nein? Oder was auch? Weil die einmal jemanden abstechen, gibt es nix. Mörder, nachgewiesene Mörder kommen hier mit 4 Wochen Reso davon. What? Mhm. Ich hab doch gesagt, hinterfrage das hiesige Rechtssystem nicht. Du wirst unglücklich, wenn du hoffst, dass Leute hier auf der Insel hart bestraft werden. Du ich wirst unglücklich. Nur, ich gehe halt nur nach dem, nach den Gesetzen, deswegen. Ja. Was steht da für versuchter Mord? Warte, ich such's gerade. Also ich hab halt tatsächlich einen Mandanten, wo der versuchten Mord angehangen versucht wird. Obwohl er halt nur schwere Kopfverletzungen begangen hat. Und da steht auf dem Spiel Ausreise oder ISO. Mhm. Wird's aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geben. Was denn? Weil diese Strafe am Ende nur... Also es gab bis heute nicht viele Fälle, wo es das gegeben hat. Ja, versuchter Mord ist schon... Hier haben wir Mord. Ein Mörder wird bis zu einer lebenslangen Isolationshaft oder einer Abschiebung bestraft. Bis zu. Das ist der springende Punkt. Ein Mörder wird mit einer lebenslangen Haftstrafe bestraft. Ausnahme können durch die Richterschaft erlassen ein werden. Ein Mörder, aber versuchter Mord? Verdammt. Ich suche gerade versuchter Mord. Das müsste ja auch irgendwo stehen. Ja, aber genau, das kommt ja auch selber raus. Ja, also am Ende... Ja, genau, also wie gesagt. Man muss ja auch noch unterscheiden: Mord oder, wie nennt man das? Totschlag. Ja. Gut, wenn jemand argumentiert und da jetzt plötzlich ein Messer und sticht ihm mehrmals in den Oberkörper, das ist versuchter Mord, das ist kein Totschlag. Ja. Aber kann trotz allem, ich empfehle dir, nicht zu enttäuscht zu sein, wenn du mal einen großen Fall hast, und ich habe nie in der Justiz gearbeitet, aber ich krieg's halt immer wieder mit, dass die Rechtsanwälte wirklich sehr ambitioniert sind. Versuch immer das Höchstmögliche rauszuholen, aber erwarte nicht, dass so etwas mit der höchsten Strafe belegt wird. Alles gut. Also und auch eine lebenslange Freiheitsstrafe kann hier mit einer hohen Geldstrafe abgegolten werden. Boah, das kann echt wahr sein, was? Oder? Das ist so ein schlechtes Justizsystem, sorry. Dag, ja, und ich kenne einen persönlichen Fall, das war nachgewiesener Mord oder halt beteiligt am Mord. Der hat insgesamt 4 Wochen Haft bekommen. Nach 2 Wochen wurde er freien Fuß gesetzt für eine Resozialisierungsmaßnahme bei Sunrise Cars. Ja. Ich möchte keinen Mörder eigentlich bei Sunrise Cars anstellen, wenn ich der Mörder bin. Der ist nicht mehr auf der Insel. Also ich habe ihn zumindest nach einer Weile nie wieder gesehen. Ah, okay. Deswegen, aber ne, so kann es kommen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, aus unterschiedlichen Gründen sind ebenfalls am Mord beteiligte weitere Täter. Damals einer ist ausgewiesen worden. Und 2 andere haben eine Einreisesperre. Oh, wow. Die haben, wenn die nochmal einen Fuß hier auf die Insel setzen, werden sie umgehend festgesetzt und also beziehungsweise in die JVA auf dem Festland aber überstellt. Ach so. Ja. Die sind bevor sie überhaupt festgesetzt werden konnten und zu einer Verhandlung zugeführt werden konnten, haben die Insel verlassen und Also sollten sie auf irgendeinem Weg nochmal versuchen, hier auf die Insel zu kommen, sollten sie eigentlich unmittelbar am Flughafen festgesetzt werden. Mhm. Ja, gut. Also es gibt ein bisschen Hoffnung, aber das beruht eher darauf, dass die sich schon vorzeitig entzogen haben. Ja, mit dem Wissen, was ihnen hier blüht. Ja. Naja gut, und da werden sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr einen Fuß hier auf diese Insel setzen.
wenn sie clever sind, nicht. Allerdings würden sie auch, selbst wenn sie durchgelassen werden würden, ja, würden sie hier auf der Insel nicht lange leben. Oh. Und da die Menschen, die dafür sorgen würden, mir eigentlich ganz lieb sind, hoffe ich, dass sie einfach wegbleiben. Ja. Weil ich keine Lust habe, dass ich die demnächst im Knast besuchen darf. Also ich frage mich, wie lange die Frau Matuschek genau auf der Insel bleibt, bin ich ehrlich. Ja, die gibt's ja schon viele Monate und die hat auch schon Schlimmeres getan, als Leute mit einem Messer zu bedrohen und zu einer Ausfahrt zu zwingen. Also, da hast du gestern wirklich Glück gehabt, Trastny. Also zu dir war sie noch enorm nett, muss ich sagen. Die wollte noch irgendwo in den Norden entfahren, also ich weiß nicht, wie es da geendet wäre, ne? Glaub mir, du hast sie gestern an einem guten Tag erlebt. Hätte sie einen schlechten Tag gehabt, hätte ich die Ansage, die sie von mir später bekommen hat, glaube ich, auch nicht so glimpflich überstanden. Uff. Ja. Da habe ich mich ihr gegenüber sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Aber das ist das, was man ihr gegenüber tun muss, Position beziehen, ja, also Stellung beziehen, meine ich. Klare Ansage. Bei ihr nützt kein Wischiwaschi was. Also, klare Ansage. Jetzt nicht nach dem Motto, Frau Matuschek, sitz. Also nicht respektlos. Ich bin ja trotz allem die ganze Zeit höflich zu ihr gewesen. Aber klare Ansagen. Ja. Da haben wir einige Kandidaten von. Wobei ich auch immer noch nicht verstanden habe, was dieser Barbie und Ken eben wollte hier. Warum er unbedingt zu Holly wollte. Ich kannte ihn gar nicht. Kann es sein, dass der uns verwechselt hat? Das kann gut. Ja, das kann auch gut sein, weil den hatte ich ja vorgestern. Ja. Und er meinte aber, nee, er war sich sicher, also ob ich mich nicht an ihn erinnere, er hätte da pinke Haare gehabt. Ja, Haare natürlich. Ja, sie waren. Ja, nee, hundertprozentig. Ich habe ihn ja auch noch, also, aber er hatte gesagt, er möchte gerne zu dir. Deswegen, okay. Ja, aber er wusste jetzt nicht meinen Namen oder was? Oder einfach nur? Nö, er hat einfach nur gesagt, er möchte gerne zu der Kollegin, die da hinten steht. Ich meine, ich hatte doch... Ich hatte doch genau die gleichen Haare wie vorgestern. Also heute habe ich die gleichen Haare. Das ist super komisch. Hattest du vorgestern einen Rock an? Nein. Nein, Amber ist jetzt Anzugträgerin geworden. Nee, nur hier. Ja, natürlich. Freizeitlich lauf ich auch andersrum. Ja, deswegen. Ja, ihr dürft aber auch gerne, also in deinem Fall Jeans und Hemd oder sowas, ne? Beziehungsweise... Ja. Hier im Zivilamt, solange du hier nicht mit einem Basketballshirt ankommst, also als Mann, oder mit dem Tanktop, ist das schon fein. Ja, kannst auch einen Hoodie anhaben. Die Finanzabteilungsseite hat da noch eine kleine andere, also da sollte es ein wenig Business Casual sein. Da geht aber auch eine Jeans, Frau Havens. Aber ich mag meinen Rock. Alles gut, ich sag gerne. Aber ganz ehrlich, aber wenn ich dich so anschaue, da krieg ich schon Gänsehaut. Ja, weil das nur so eine helle Strumpfhose ist, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich komme aus Jackson, weißt du, wie kalt es da ist? Ich genieße hier jeden Sonnenstrahl. Außerdem Marco und ich, wir hatten das Marco und ich, wir hatten das Thema vorhin schon. Mit kaltem Wetter. Haben wir Stellenmarkt eigentlich schon veröffentlicht? Sorry. Apropos Stellenmarkt, genau. Da gab es eine Änderung, hat jemand angerufen. Ach so. Wer hat angerufen? Bunnycore suchen nicht mehr. Verstehen auch nicht, warum sie noch da drinnen stehen würden. Das wäre gar nicht so. Ich auch sehr, ihr habt aber wer hat denn angerufen? Takato Kata. Ja, den rufe ich jetzt mal eben zurück. Das ist nämlich... Das Zivilamtsleitstelle Havens. Das ging ja hier. Das ist so nicht richtig, was er sagt. Das sieht seine Stellvertretung anders. Hallo, ich habe gehört, du hast eben mit meiner Kollegin gesprochen. Wegen Stellenmarkt. Hast du mit Nana schon gesprochen, seitdem du wieder da bist? Okay, dann können wir es ja wieder rausnehmen. Aber vor 2 Wochen war tatsächlich die Frage, nehmen wir euch nochmal mit rein oder nicht? Aber wenn du sagst, jetzt habt ihr erstmal genug und dann ist fein, dann nehme ich euch raus. Ja. Ja, okay, ich hoffe, der hat sich bei uns vorher gemeldet. Okay. Nee, alles gut. Dann nehme ich euch ganz raus, dann
Weil Nana meinte, es wäre ganz gut, wenn ihr noch ein oder zwei, weil ihr habt ja gehaltstechnisch gerade kein Problem, was das angeht, noch mal ein oder zwei mit reinnehmt. Das geht nicht. Ich gebe das gleich an Weasel News weiter. Also entweder diese Woche ja oder diese Woche nein. Okay, wir können es ja nächste Woche wieder reinnehmen im Notfall. Wenn du sagst, ihr habt ja jetzt drei eingestellt, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, die wollt ihr ja auch erstmal ein bisschen fit kriegen. Alles gut. Und es ist mir nicht mehr eingefallen, warum ich dich so oft angerufen habe. Aber ich glaube, ich habe jedes Mal dann mit Nana telefoniert. Also es ist nichts offen für mich. Okay. Dann einen schönen Abend dir. Ciao, ciao. So, mag einer von euch... einer von euch kann. Was denn? Emma, magst du einmal bitte Baniko aus den Bewerbungslisten rausnehmen? Ja, das natürlich. Das habe ich vorhin getan. Okay, dann eben nicht. Oh. Ja, dann nicht. Ich wollte das aber... Zivilamt, Denaro. Könntest du nochmal eintragen? Hallo, Frau Valentine. Bin immer da. Ja, es glaubt mir nur jemand. Mein Chef fragt, wo ich immer bin. Also. Was kann ich denn für Sie tun? Nein. 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 Keine Infos. Mehr kann ich nicht sagen. Das Gespräch. Nein, ich weiß, es gibt noch keine Infos. Ganz einfach. Ich weiß, worum es geht. Ja. Wann ist denn die Leitung mal zu erreichen? Öfters? Okay. Wer denn besser davon? Nee, welche von beiden Leitungen ist denn besser zu erreichen? Ja, alles klar. Da habe ich die Nummer hier auch hinterlegt. Nö, alles gut. Alles klar. Hey, Tamara. Okay. Hi. Alles klar. Schönen Abend. Tschüss. Hey. Hallo, schönen Tamara. Guten Abend. Tamara, Unternehmensbesuche. Ja. Fangen wir mit an. Okay. Fangen wir auch heute mit an, tatsächlich. Würde ich mir, sehr gerne, überlege gerade. Wir müssten erst über zwei andere Dinge reden. Okay. Andere Frage, dauert das lange, was du mit mir reden möchtest? Nee, zwei oder? Minuten. Holly? Ja? Das, was du eben gefragt hast, ich füge das gleich mit in die Liste oben hinzu, was wir eben gebrainstormt haben. Ich bespreche das einmal kurz mit Tamara und dann steht es mit in dem Dokument mit drin. Alles klar. Damit wäre deine Frage nämlich beantwortet, dann weiß jeder, er kann sich das selber rausziehen da im Grunde. Soll ich dir den Notizblock einmal geben oder soll ich das sagen? Alles schon, ich habe das eben alles schon auf meinen übertragen. So, und wir sind jetzt gleich wieder bei euch. Ja. Mal mit. So. Bunnycore kann ich also nicht aus der Liste Ich kann sie nochmal draufschreiben, dann könntest du sie löschen. Ach, du hast sie schon gelöscht, ja denn. Ich hatte vorhin mit ihm telefoniert, da meinte er, ich soll es löschen, deswegen weiß ich nicht, was... Ja gut, ja. Dann ist okay, dann ist es ja schon weg. Ja. Wir können bald gut, gut. Versuche machen. Yay! Mal ein bisschen was zu tun. Wir das dann auch machen können und nicht immer warten müssen. Ich wollte aber gerade sagen, dass den Bunnycore, die meinten auch noch letztens, dass die Leute suchen, weil Bunnycore tatsächlich fast immer geschlossen hat. Mhm. Das ist echt schlimm mit Bunnycore. Und da gibt es so die einzigen Rucksäcke. Dann zwei neue eingestellt. Ja. Marlo ist. Die wollen sie jetzt einarbeiten. Marlo ist auch da jetzt angestellt, glaube ich. Mhm. Na gut, den reicht man ja eigentlich gut. Ja. Da kam gestern her und wollte sich für Bunnycore eintragen lassen. Also, ich glaube, man wird wahrscheinlich mit Nana oder so gesprochen haben. Was die bei Sunrise Cast verdienen, ist so abartig, ne? Unglaublich. Nicht wirklich. Oh doch, die verdienen richtig gut. Und die müssen nicht im Laden sein, die müssen nur in der Leitstelle sein. Sprich, die können den ganzen Tag machen, was sie wollen. Und wenn jemand Leitstelle anruft, muss halt kurz mal vorbeifahren.
Vielleicht solltest du nicht alles glauben, was du hörst. Hat da jemand gerade einfach vor Lillys Auto jemand geparkt? Yep. Oh, wie frech. Hä? Wie? Zweite Reihe parken? Hätte man da nicht sich ganz vorsichtig hinter Lillys und dem anderen da hinstellen können? Man hätte sie ja weiter vorne hinstellen können. Ja, das ist sogar der Typ. Was schnappt ihr euch? Der war schon mal da. Schönen guten Tag, Wolf mein Name, wie kann ich helfen? Ich bräuchte aber eine Bescheinigung wegen der Stütze. Ja, ist klar, dann bitte mitkommen. Jupp. Wollte ich einmal bitte den Ausweis. Jo. Bitte. Herr Mason Carter, alles klar. Mach das ja richtig. Okay. Alles klar. Dann einmal bitte unterschreiben, Frau Kollegin. Ja, mach noch meinen Stempel drauf. Bitteschön. Perfekt, ich danke. Und hier sehr ist gern. Schönen Abend noch. So, passt. Ich danke, schönen Tag noch. Tschüss. Ich bin halt aber auch nicht lange in dem Step. Um 20.30 Uhr bin ich raus hier. Wieso? Riley hat gefragt, ob ich mal zum Tattoo-Termin möchte. Achso. Oh. Wird heute, glaube ich, auch nicht allzu lange machen, aber. Boah, nicht so Lust. Ich habe zum ersten Mal Okonomiyaki jetzt gegessen. Schmeckt mega gut. Obwohl, ich glaube, ich gehe jetzt einfach außer Dienst. Ein bisschen was anderes machen. Okay. Wieder Toto Hose hier. Passt mir eigentlich ganz gut, weil Marc wollte auch nochmal mit mir reden. Voller Tag. Ja, heute. Ich würde sonst auch nochmal kurz mit dir reden. Mit mir? Ja. Ja. Okay. Na denn? Sorry. Alles gut, alles gut. Ich wollte nur wissen, was jetzt am Samstagabend da los war. Ja, und? Was hat er erzählt? Also er hat mir gestern schon etwas erzählt, dass er lange spazieren war. Ja, ja, er will nicht wirklich drüber reden, aber ja, wie das halt so ist. Schönen Abend. Viel Spaß euch noch. Mach's gut, ciao. Gib dich kurz beiseite, ciao. Ja, ja, mach das ruhig. Also so wie es rausgeht, dann weiß er wohl, wer es ist und dass er sich mit dem nicht anlegen will und dass es nichts passiert offiziell. Ja. Okay. Aber, sorry, der Secret Service hängt da halt mit drinne, weil er ist definitiv nicht in sein Auto gestiegen und weggefahren. Hm. Dann habe ich gesagt, er soll sich wenigstens überlegen, mit Marco zu sprechen, wegen Anwalt. Hm. Und dass sie wenigstens gegen den Secret Service ermitteln. Mein Gott, dann sagt er halt offiziell, er weiß nicht, wer es war, aber das kann doch nicht sein, dass die vom Secret Service so korrupt sind. Das kann ja nicht sein. Weiß ich nicht. Das ist doch eine Staatsbehörde, oder? Ja, ja. Oder? Warte. Ich denke doch schon. Also zumindest vom Staat staatlich, unterstützt. Ja, klar. Staatlich, ja. Ich wollte gerade sagen. Die nicht mal Mitarbeiter einstellen, die in einer Partei sind. Ja, nee, wir könnten ja korrupt sein. Aber dann selber sich bezahlen lassen, das ist ja wohl nicht wahr. Und jemanden rausholen. Also, Nee. Macht mich ein bisschen fertig, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
aber Holly, ich habe mal eine andere Frage. Ja, klar. Hast du Marco erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass es sich Samstag wie ein Date angefühlt hatte? Nein, ich habe ihn gefragt, ob es jetzt ein Date war. Ach so, rum wird ein Schuh draus. Er wollte nämlich nicht sagen, woher er die Quelle hatte. Nee, ich habe ihn nur gefragt, war das jetzt ein Date oder nicht? Das sagt er nicht. Ja, er hat mich nämlich auch gefragt. Ja, wie sieht das jetzt aus? War das für dich ein Date oder nicht? Ja, okay. Oh, da kommt er wieder. Aha. Gut, dass wir das jetzt... Dann haben wir das irgendwie geeinigt, oder? Wir haben uns geeinigt. Er hat mich ziemlich zappeln lassen. Also war es jetzt ein Date? Es war ein Date, ja. Okay, süß. Es hat sich halt für mich wie eins angefühlt. So, ja. Ach, ne? Mein Gott, ich meine, solange das nicht negativ ist, dann ist es doch schön. Ja, von daher. Nö, also war schon schön irgendwie. Und irgendwie süß. Ach mein Gott, wieso denn nicht? Mhm. Ich meine, wir sind zwei Erwachsene. Ne? Eben. Es ist ja jetzt nicht, ja. Von daher. Na, wieso aber nicht? Trotzdem, es war trotzdem für mich ein bisschen so, ach je, Mini. Hallöchen. Nein, Grüße. Wie kann ich helfen? Ich hätte für einen Freund eine Frage. Was ist für ein Startup-Unternehmen das Maximalgehalt für einen Mitarbeiter, was man ausgeben kann? Kommen Sie da gerade mal mit, das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Einen Moment. Holly, kurze Frage. Also die Dame hat gerade mal eine Frage. Natürlich. Wegen Startup und Gehalt. Ja. An Mitarbeiter. Ja. Natürlich. Was so die Maximalgrenze ist. Maximalgrenze? Die Maximalgrenze. Also, Sie sind ein Privatunternehmen und Sie können Ihre Mitarbeiter theoretisch bezahlen, wie Sie wollen. Es muss nur eine regelmäßige Zahlung vorliegen, auch beim Startup, weil Sie unter das Handelsrecht fallen. Aber, ja, entschuldigen Sie bitte meine Verwirrung, weil normalerweise ist bei Startups eher das Problem, dass man noch nicht bezahlen kann und nicht die Maximalgrenze. Ich würde einfach einmal kurz die Chefin von der Finanzabteilung fragen. Das wäre natürlich super. Gerade heute hier neu angefangen, oder? Aber ich bin eher fürs Zivilamt zuständig, nicht eher fürs Finanzamt. Das ist da ein klitzekleiner Unterschied. Ich bin da nicht so ganz firm drin. Check, hallo. Check. Ja, also das Problem ist, je nachdem, wie Sie nach Stunden zahlen, müssen Sie einfach gucken, Sie haben das ja in Ihrem Handy auch diese App dafür. Da werden Sie einfach nur feststellen, dass Sie da keine unendlichen Summen eintragen können, sondern dass das ab einer bestimmten Summe einfach sperrt. Da können Sie dann sich gerne ein bisschen ausprobieren, was Sie da noch eintragen können. Aber wichtig ist halt, dass Sie im Kopf behalten, dass sie jetzt wirklich halt auch regelmäßige Zahlungen sein müssen. Also dass sie jetzt nicht einmalig Summe XY ausschütten und dann nichts erstmal. Ja, genau. Klar. Eine regelmäßige Zahlung kann auch einmal wöchentlich sein. Hauptsache es ist regelmäßig. Okay. Genau. Ja, dann scheint das Startup ja sehr gut zu laufen. das weiß ich nicht. Also, Ach so. Ich frage jetzt einfach nur gerade für einen Freund, weil ich ja eh bei Weezy News arbeite und Weg habe. Ja, okay, nee, das ist ja gut. Also wie gesagt, Sie sind ein Privatunternehmen, an sich sind Ihnen da keine, ne? Aber es gibt natürlich ein paar Begrenzungen alleine auch durch Ihr Unternehmen und da können Sie dann einfach mal, ja, sich, sag mal, neutral ein bisschen ausprobieren. Aber Sie werden schnell merken, dass da nicht alles möglich ist im System. Okay, genau. Dann zeige ich ihm auf jeden Fall das. Okay. Es scheint ja gut. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Um welches Startup geht es, wenn man fragen darf? Um Landscape Gardening. Ah, okay. Ja, alles klar. Ah, okay. Deswegen.
So, weil dann werde ich ihm das gleich mal im Telefon mitteilen alles und genau. Mal schauen. Alles klar. Gut. Dann einen schönen Tag an Sie. Einen schönen gleichfalls. Abend. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Grenze weiß, aber ich wollte sie doch jetzt nicht falsch beraten. Gibt es bestimmt ja noch irgendwie so eine Abstufung, je nachdem, wie lange man schon diesem Unternehmen zugehörig ist. Ja, aber das ist ja abhängig, was der dir zahlt. Der kann auch sagen, er zahlt von vornherein allen gleich viel, ne? Das ist ja... Ja gut, das kann auch sein. Mensch, da arbeitet mein Mann auch noch. Ach. Da und auch noch. Hat er länger nichts mehr gemacht. Es hatte jetzt auch die letzten Tage hatte das auch geschlossen. Ja, wahrscheinlich, weil der Geschäftsführer gestorben ist. Also wäre ein solider Grund, finde ich. Nicht? Ja. Der Herr Damon ist verstorben. Ja, das weiß ich, aber... Ach so, er war der... Er war das. Ach ja, stimmt. Genau. Stimmt, und das hat jetzt der Herr Freud. Genau. Ja. Die waren vorher zusammen... Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, der hatte mich ja auch angerufen. Ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Also, jetzt ist ja, der Groschen gefallen. Mhm. Alles klar. Hi. Bin wieder. Was hast du angestellt? Steht doch vorne vom Haupteingang. Ja. Auto müde, Auto schlafen. Geht mal gucken am Fenster. Ja, ist schon gesehen. Nee, noch nicht. Also eben gerade noch nicht. Jetzt kommen wir zu euch und jetzt hauen die ab. Um das mal nicht als Beleidigung zu sehen. Mhm. Ich nehme das jetzt einfach mal sportlich. Okay. Wie war der Führerschein? Ja, solide. Da kommt der schon wieder. Ist das nicht der Führerschein? Ja. Ach. Was nun noch? Jetzt sind sie alle drei wieder weg. Toll. Ja, wir versuchen es nochmal. Nochmal anschleichen. Gleich weiter, Tamara. Okay, jetzt nehme ich es persönlich. Ja, ich auch. Nein. Vorne steht ein Kunde. Nee, das der gehört zu Marco. Der gerade festgestellt hat, dass wir ihm keinen LKW-Führerschein ausgestellt haben. Ach so. So, dann. Ich bin gerade mit Lilly was am Editieren. Editieren. Ja. Ach, für die Unternehmen, richtig? Editieren. Das hört sich fast schon an wie sein Pokémon.
Haben wir nämlich schon eine ganze Weile nicht gemacht und muss dringend gemacht werden. Und mir da nämlich ein paar Sachen aufgefallen sind, die es gar nicht mehr gibt. Was denn? Ami? Bitte? Was denn? Von den Unternehmen. Ach so. Und, aber das gehe ich dann gerade mit Lilly durch, dann ist das einfacher. Wenn sie dann endlich da ist. Aber das kann ich schon mal bearbeiten. Bleib ganz ruhig, Marco. Was ist Freitag für einen Tag? Der zweite. Das Datum ist der 2. Dezember. Ich brauche noch einen Adventskalender, verdammt! Oder ich kaufe mir einfach 24 Tafeln Schokolade. Das ist auch gut. Ja, oder? Kann man machen. Kann man sich das auch ein bisschen sparen. Obwohl, eine Tafel ist dann doch ganz schön viel. Nein. Ja, doch. Ein Pralinchen. Ein Pralinchen ist gut. Die Leitstelle vom Zivilamt Havens im Apparat. Ich mach gleich Feierabend. Ich habe kein Problem damit, nur einen Führerschein zu machen. Ja. Würdet ihr den eventuell einsammeln, weil Downtown Cap hat geschlossen und hat kein Auto? Kann ich dann gleich schauen, wenn es soweit ist. Alles klar. Also am besten wäre es, wenn du die Nummer gleich nochmal aufschreibst und sie mir dann gibst, dann kann ich mich bei ihm melden. Dann ist das einfacher. Ja, wer ruft denn jetzt an? Ja. Fein. Wunderbar. Ja, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen. Du hast nur zu schnell aufgelegt. Das Auto hatte ich dir schon abgeholt. Boah. Genau. Sein Auto hast du ja dann in der Wache gefunden. Feini. Genau, wenn du mal nicht wundern, wenn du mal in den Kofferraum guckst, liegt da deine eine Tasche aus dem Handschuhfach und in der Camo-Tasche ist auch der ganze Inhalt drin. Zusammengeräumt. Falls da jemand auf die Idee kommt, da mal eine aufzubrechen und zu gucken, was ist denn da so alles dran? Weil sie so ein bisschen versteckt. So Tasche in Tasche, weißt du?
Ja. Ja, wie gesagt, Reflex, keine Ahnung. Ich hab da nicht weiter drüber nachgedacht, hab das gerade alles rausgenommen, dachte so, fertig. Ab in die Tasche und gut. Nur, dass er da Bescheid ist. Wir müssen allerdings auflegen, weil ich hier im Gespräch noch bin. Ciao. Guckt, als wärst du im Telefonat. Hä? Aber mit uns im Gespräch. Ja, weil ich auch hier im Gespräch bin. Erste-Hilfe-Kurs habe ich einen Termin für Freitag, also den 2.12. um 19 Uhr. Das habe ich jetzt erweitert. Oben stehen die Interessenten. Unten drunter könnt ihr euch nochmal eintragen, ob ihr an dem Termin teilnehmen könnt oder nicht. Okay, super. 19 Uhr, das kriege ich. Bevor wir da jetzt alle eintragen. Soll einer für alle eintragen? Ich glaube, das wäre ganz gut. Gut, dann haben wir Holly Havens. Du bist da, Amber, oder? Ich bin Freitag da, ja. Amber Collins. Steht hier gerade noch wer von uns, der Interesse hatte? Was hast du erweitert? Marco, Freitag, 19 Uhr, Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Bist du da? Hast du da Zeit? Ich denke, ja. Marco. Wie lange geht der? Eine Stunde. Okay, ja, das kriege ich hin. Ich habe um 20 Uhr am Freitag einen Termin. Maximal, also. Okay. Dann gehst du halt 2 Minuten früher so. Okay, dann speichere ich das. Ja, das bin ich. Sie ist gerade was am Eintragen. Frau Kimber, kommen Sie auch mal näher, einfach damit Sie was mitkriegen. Ja, natürlich. Frau Ember auch, großartig. Was ist euer Plan heute? Jetzt von denen, die hier stehen. Ich gehe außer Dienst. Echt jetzt? Ich melde mich gleich bei dir. Wenn du mich fragst, dann kriegst du eine ehrliche Antwort. Ja, ich wollte, also ich habe um 19.45 Uhr was vor. Und Tamara hatte mir gerade zugesagt, dass sie gleich den Führerschein macht mit dem einen, den du zurückrufen wolltest noch. Das ist übrigens Jason Ken, der steht in unserer Liste. Ja, okay. Ich hatte gegen 20 Uhr noch einen Termin. Warte ich aber dann noch auf einen Anruf. Ein Termin hier oder ein Termin privat? Privat. Okay. Das heißt, wir schaffen es heute nicht, die geplanten Unternehmensbesuche zu starten, zu denen ich heute gerne Beccino und Holly mitgenommen hätte. Ich bin da. Nee, das wusste ich nicht. Genau. Nein, ich habe ja, deswegen habe ich ja jetzt hier mal kurz zusammengerufen, um in Erfahrung zu bringen, ob wir es heute starten. Dann starten wir das morgen. Könnt zumindest ihr beiden morgen zeitig genug da sein, dass wir möglichst schon mal 1 oder 2 Unternehmen besucht kriegen. Sag mir wann und ich bin da. Bevor dann hier die A380 landen. Ich bin wann in der Regel starten, spätestens 15 Uhr da. Ja. Gut, dann versuche ich gegen 16, 17 Uhr da zu sein. Viel früher lohnt sich ja nicht, das wisst ihr selber, was die Öffnungszeiten der Unternehmen angeht. Und dann gucken wir spontan, welche Unternehmensleitungen gerade wirklich da sind. Ja. Ja, da jetzt groß vorher Termine zu machen, das müssen wir sehen, ob das Sinn macht. Mhm. Das werden wir vielleicht bei dem ein oder anderen Unternehmen machen müssen, weil einfach es sonst schwierig gestaltet. Was wichtig ist, das können ja alle hören hier, wenn wir das machen, wir fahren zu den Unternehmen hin und wir holen uns die Unternehmen nicht hierher. Kimberly hatte ja mitbekommen, was dann so besprochen wird. Ja. Amber, hattest du es am Rande auch schon mitbekommen, worum es da geht bei den Besuchen? Ja, habe ich. Gut. Ich füge dieses Brainstorming, was wir eben gemacht haben, gleich mal in das Dokument Unternehmensbesuche ein. Mhm. Okay. Dann könnt ihr alle mal da drauf gucken, wenn dann einer von euch noch mitgenommen wird. Ja, und dann hoffe ich, dass wir dann morgen wirklich loslegen können, weil jetzt sind wir personell gesehen in der Lage, das zu tun. Wir werden wechselseitig Leute mitnehmen. Bevorzugt sollte immer jemand von der Zivilabteilung dabei sein. Holly rechne ich nicht mit zur Zivilabteilung dazu, aber Holly wird auf jeden Fall begleiten, weil wir reden von staatlichen Unternehmen. Und sie ist gerade die Azubine in der Finanzabteilung.
Das heißt, sie muss dabei sein. Ob jetzt ich oder Maybe mitfahren und wer von der Zivilabteilung sonst noch dabei ist, das entscheiden wir dann immer spontan. Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Tamara wird sicherlich auch mal mitfahren. Aber es sollte schon ein Sachbearbeiter mindestens sein, weil da geht es um konkrete Aussagen. Klar, die könnte ich jetzt auch treffen. Aber dann kommen ja doch nochmal speziellere Fragen, die die Zivilabteilung doch ein bisschen besser auf dem Schirm hat wie ich. Ja, da kenne ich dann durchaus meine Grenzen. Was die Abläufe hier angeht, kenne ich mich schon ziemlich gut aus, aber eben noch nicht so gut wie, sagen wir mal, eine Tamara. Ja, die ist einfach länger dabei und macht mir was vor, wenn sie will. Ja, wenn ich will. Ja, ist einfach so. Ich sage ja auch nicht ohne Grund, es macht wenig Sinn, wenn ein Azubi mit mir zusammen mitfährt für einen Führerschein. Also ich fahre gerne mit einem Azubi mit, der einen Führerschein macht. Aber andersrum wäre nicht so gut, weil ich glaube, sich bei mir Fehler abzugucken, wäre jetzt nicht das Optimale. Mhm. Und ich würde jetzt nicht beschwören, dass ich frei von Fehlern bin. Das bin ich aber auch nicht. Das ist niemand. Ja, das stimmt. Nobody's perfect. Und jeder lernt immer noch etwas dazu. So, und wer hat jetzt noch Führerscheine? Ich habe gleich noch einen Führerschein. Okay. Ich überlege gerade, ich hätte den auch mit Emma machen können, aber... Ich muss los. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Wenn du möchtest, kannst du den auch gerne mit Emma machen. Ich wurde nur eben gefragt, weil auf der Leitstelle angerufen wurde, ob der Termin möglich ist. Ich wollte nämlich auch außer Dienst gehen. Ach so. Ja, wollte ich jetzt nicht dazwischen quatschen, aber ja. Das ist nicht genehmigt. Ja gut, hilft ja nichts. Kann ja nicht verbieten. Ist nicht genehmigt. Ich kann kurz euch sagen, dass ich wahrscheinlich Samstag, Sonntag, Montag nicht da bin. Okay, das heißt, du möchtest gerne Urlaub Samstag, Sonntag, Montag machen? Ja. Okay. Auch das ist abgelehnt. Nein, alles gut. Ja. Nein, alles gut. Ich glaube, das ist so wieder einmal im Jahr die Tage, die ich dann für mich brauche. Warte mal kurz, lass mich überlegen, bevor ich den Urlaub, Sag doch abgelehnt. Nein, alles gut. Nein. Aber ich denke, schon. Ihr habt schon gemerkt, dass das eben Spaß von mir war, oder? Natürlich. Was denn genau? Genau. Muss ich Tamara auf dem, übers Knie legen? Mhm. Nur aus privaten Gründen, wenn du willst, aber... Gute Antwort! Nein, aber das ist genau das, worum es hier geht. Ja, wir müssen miteinander reden, wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ja? Na klar. Na klar. Achso, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Kimmer, die Urlaubssperre das erste halbe Jahr bei der neuen Arbeitsstelle, also nein. So, das wollte ich eben sagen. Oha. Und danach halt einfach an die 3 Urlaubstage pro Jahr halten. Übrigens, da kommt gerade Arbeit, ich verabschiede mich. Arbeit. Warte, tschüss. Warte, was ist das denn für eine Arbeitseinstellung? Wohin gehst du? In den Feierabend. Mhm. Wie habe ich es eigentlich geschafft, Dienstälteste zu werden hier bei dem Haufen? Ich verstehe das einfach nicht mehr. Nimm es einfach hin, Holly. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Ja? Hallo, Miss Collins, dürfte ich Sie von der Arbeit abholen? Wo sind Sie denn, Herr Becchino? Ich fahr gleich hinten in die Seitengasse rein. Alles klar, ich komme dann nach hinten. Bis gleich. Bis gleich. Jacke überziehen.
So, und den Schwall. Okay. Du und der Herr darf einmal den Motor abstellen und auf die Beifahrerseite treten. Das tut jetzt nicht wahr. Guten Abend, der Herr. Guten Abend. Ja, das ist eine Kollegin. Ja, danke. Ich darf mich einmal vorstellen, ich bin die PD70, ich zeichne einmal meine Marke, bitteschön. Vielen Dank. Können Sie sich vorstellen, warum wir sie anhalten? Wahrscheinlich, weil ich bei der letzten Kurve nicht genau hingeguckt habe, als ich abgebogen bin. Nicht genau hingeguckt? Ne, deswegen tatsächlich nicht. Eigentlich ging es mir da eher um die Geschwindigkeit. Haben Sie einmal schon mal vorher einen Führerschein Ausweis für mich, damit wir das schon mal haben? Selbstverständlich. Ein Traum. Bitte sehr und bitteschön. Ich glaube, der ist nur ungefähr nicht. Oh. Wenn du nochmal. Moment. Bitteschön. Marco Beccino, okay, das perfekt. Ein Traum. Herr Beccino, wie gesagt, die Geschwindigkeit war ein bisschen. Boah, war schon flott, wenn wir ehrlich sind, oder? Es kann sein, dass ich vielleicht etwas stark beschleunigt habe. Etwas stark beschleunigt? Naja, okay. Ich gestehe, ich hatte den Tempomat ausnahmsweise mal nicht an, deswegen, ja. Alles okay, Kollegin? Ich bräuchte einmal den Ausweis. Achso, ja. Bitteschön. Dankeschön. Ja, das ist ja natürlich von unserer Perspektive ein bisschen, zumal ich auch ganz ordentlich hier gut beschleunigen musste, bis ich da überhaupt nochmal irgendwie näher rankam hier oben an der Kurve. Aber ja. Wir haben sie da jetzt nicht gemessen, das war reines Augenmaß so, kam mir ein bisschen schnell vor, deswegen machen wir jetzt einfach nur mal kurz die Kontrolle, gucken, ob bei der Abfrage rauskommt. Ja, wenn was bei der Abfrage rauskommt, wäre ich, glaube ich, mein Amt los, aber ja, machen Sie, selbstverständlich. Ihr Amt los? Was heißt Amt? Ich bin Rechtsanwalt, das ist immer so ein bisschen, wir dürfen uns nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, okay. Und? Ja, alles sauber. Alles sauber, ja, ein Traum. Dann... Wie gesagt, achten Sie vielleicht ein bisschen auf die Geschwindigkeit, Beschleunigung, wie auch immer. Selbstverständlich. Dann kriegen Sie gleich den Ausweis wieder und dann können Sie auch schon weiterfahren. Mhm. Ein kleines, schnelles Auto und so, aber ne? Okay, ja. Trotzdem alles sauber. Ein Traum. Ja, dann gibt die Kollegin einmal den Ausweis wieder und dann können Sie schon weiterfahren. Dankeschön. So, da bitteschön. Dann Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt, ne? Für die euch auch, passt auf euch auf. Jo, danke, ciao, ciao. Tschüss. Ja, gut. Geht's eigentlich in die Fahrschule und so. Und dann kommt jetzt auch gerade noch Holly aus der Tür raus. Oh. Ich hoffe, sie. Ich weiß jetzt nicht, ob sie uns gesehen, also ob sie mich gesehen hat. Bleiben Sie getötet. Okay. Ich bin eher froh, dass Sie nicht meinen Warndreieck sehen wollten. Oh Mann. Mein Gott, mehr als 160 habe ich garantiert nicht drauf. Einfach mal doppelt so schnell wie in, als in der Stadt erlaubt. Passt doppelt so viel. Ja. Ja. War der ständig oben, also das würde ja gar nicht gewesen sein. Ja, Holly hatte eben gerade schon gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt auch in den Feierabend. Aha, mhm. Alles Spekulatius-Liebhaber in der Und Tratsch-Tampe. Hallo.
Hallo. Ich hatte angerufen wegen zwei Manchos. Jawohl. Irgendwie machst du das gerade mal mit den AGBs und derzeit mache ich die Maschinen fertig. Habt ihr die AGBs? Jetzt mal so Frage. Ich hab schon mal AGBs unterschrieben. Die Frage ist, ob sie sich geändert haben, denn die sind schon ein paar Tage alt. Also im Februar gab es neue. 27.02. Da hieß es, glaube ich, da hieß es gerade, dass die gerade neu gemacht wird. Deswegen haben wir an dem Tag zwei Varianten. Ah. Ja, dann kannst du halt durch. Die Dame auch die AGB schon? Ja. Nein. Tatsächlich nicht, nein. Aber Everi? Aber Erwin? Ich klick mich hier jetzt erstmal aus. Warum? Wie warum? Weil ich frei gehabt. Ich bin nachher wieder da. Ja. So, dann brauche ich einmal den Nachnamen. Collins. Collins. Mit Doppel-L wahrscheinlich, ne? Richtig. Vorname? Amber. So, heute ist der 28.11. Die Telefonnummer? Einen Moment. Die Vorwahl? 415? 415? 593. 593. Okay. Das Geburtsdatum noch? 21. Oktober 1992. Bei 90 war es. Genau. Dann zum Schluss die E-Mail-Adresse. Hi. Ja, Moment. Das ist genau amber.collins@mail.ls. So. Dann einmal gucken. Moment. Ich glaube, das ist zu früh angemacht. Und wir brauchen zu viel Sprit im Stehen. Wo bekomme ich die? Ich habe jetzt hier noch keine irgendwie. Moment. Ah, jetzt habe ich sie. Ja, dass die Bilder und so weiter nicht angezeigt werden. Einfach. Ja, alles gut, alles gut. Und dann am Ende einfach auf Antworten und dann unten unterschreiben. Kriegen wir Helfer gestellt oder mussten wir selber welche machen? Die könnte ich theoretisch gestellt kriegen. Ich würde mich fragen, wo wir die hingetan haben. Weißt du das vielleicht? So, auf Antworten. Lagen. Genau, auf Antworten. Und dann ganz unten dann in den Freiheit unterschreiben. So, und dann natürlich wieder absenden. Genau. So. Ach, zur Verlobung hatte ich ja schon kontrolliert. Ja. Ja. Oh nein. Okay, wir warten noch mal kurz. Dankeschön, ja. Dankeschön. Ich beginne mich immer schon mal aus. Jo.
Ich auch. Also telefonierst trotzdem umfährt nach dem, ne? Mhm. Biete dann um Infos. Mach. Danke. Wie ist jetzt in den anderen Dienst? Hier ist in den anderen Dienst. Ja. Dann können wir jetzt eine gute Shop-Räume machen. Die fähigste Prinzessin auf Scheibe. Warum sagst du das mit einem solchen Lachen? Das auch nicht. Ey, ich bin schon 2:10:43 gefahren und beide sind gestellt worden, ja? Glückwunsch. Sag es an dir oder an den anderen? Nein, ich war dran beteiligt. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du so pedilerisch fahren kannst. Wusste ich auch nicht. Ich wusste nicht, wie ich es netterweise mäßig ausdrücken kann. Jo, bis dann. Richtig Haus. Und dann bis später. Und, ja, viel Spaß mit dem Manches. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ach, er ist auch Anwalt nebenbei oder so, ne? Mhm, genau. Da. Ja, ist er. Ich glaube wahrscheinlich deswegen. Da wäre es aber sinnvoll, das Handy auszumachen, weil sonst steht die alle 5 Minuten, denke ich mal. Oder er hat sich nicht als abwesend eingetragen. Kann ja auch sein. Sieht man doch in dieser App da, ne? Ja, ja. Wo habe ich jetzt eine E-Mail aus? Ich bin gleich wieder da. Ja. Er ist sogar abwesend, aber es sind quasi fast alle abwesend. Anwälte. Oh, sind ja wirklich alle. Wahrscheinlich. Da würde ich auch machen, wenn alle. Ja, einfach auf gut Glück. Ja, wer jetzt gerade. Oder er hat durchversucht und der nächste, der dran gewesen ist und verfügbar war. Aber wenn er von oben angefangen hat, ja gut, das sind ja dann. Das ist dann schon ziemlich uff. Oh je. Habt ihr das mit der Mail hinbekommen? Mhm. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch die Bezahlung. Achso, ja. Dann kommen wir beiseite. Das kommt von mir. Eine Stunde erstmal, ne? Ja, genau. Das ist 21 Uhr so der Plan. Ja, das ist glaube ich schon. Genau. Mein Gott. Bitteschön. Also wenn ihr irgendwo euch hinstellen wollt, macht bitte Motorräder auf. Nein, ich weiß, ich bin da spät. Genau, und tanken können auch nur wir, das hatten wir gesagt. Das ja, gut weiß ich, aber ich hoffe, okay. Die in einer Stunde nicht leer. Könnte knapp werden, aber wir haben ein Auge drauf, falls doch. Mhm. Klar. Okay, dann mache ich euch die Sachen mal an. Dankeschön. Hui, okay.
Brauchst du Hilfe beim Aufsteigen oder schaffst du es? Ich schaff das schon. Ich hatte mal so einen kleinen Roller. Hast du das denn? Na dann. Ungefähr, ja. Dankeschön. Danke. Ausmachen? Nicht aber ausmachen. Ja, das glaube ich besser. Moment, ich habe eigentlich welche zu Hause. Hallo. Ein Haargummi. Thank you. Danke auch. Moment, ich klemme mir das jetzt hier so. Ah, besser. So, jetzt habe ich schon 3 Haargummis. Eine hat gereicht. Ja, aber ich habe schon zu Hause 2. Ach so. Aber jetzt ist besser, jetzt flattern nicht die Haare mehr so. So. Okay. Wollen wir langsam anfangen oder gleich einsteigen? Ich würde fangen langsam. Na gut. Okay, sie lacht. Oh, wow. Jetzt aus, schon wow? Wie fängt man das an? Also auf so einem Gerät war ich noch nicht, deswegen ist das gerade Adrenalin pur. Ja, wunderbar. Hauptsache du spielst nicht so sehr, deswegen habe ich gefragt, ob du... Ja, nee, es geht. Ich hätte mir nur mal vielleicht mal ein paar Handschuhe oder sowas noch einpacken sollen, aber egal. Handschuhe ist schwierig hier, das stimmt. Ich weiß. Aber nach einer Zeit werden die Hände sowieso warm. Das ist richtig. Okay. Vielleicht wird es die dann noch irgendein Heißgetränk oder so. Okay. Wow, wo sind wir denn hier? Das ist unser Observatorium. Ach! Oha! Krass! Aber jetzt geht das nochmal anders hin. Okay. Jetzt war es genug Asphalt. Jetzt wird Zeit, dass wir die Straße verlassen.
Oh Gott, da oben hoch also. Da ist mal los. Okay. Ja, dann los. Okay. Wow. Wow. Wo ist er? Ah, er ist hoch. Wow. Und? Es ist, oh, macht Spaß. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Wow, geil. Gang höher? Oh Gott, jetzt echt? Okay, ich versuch's. Emma? Ja? Ja? Wollen wir einen Gang höher schalten? Ich versuch's. Ja, ne. Oh Gott. Geht das? Du wolltest doch neulich ein bisschen Aussicht haben. Alter, das jetzt ist hier Aussicht. Ha? Wow. Man sieht ja die gesamte Stadt. Aha. Oh. Und da hinten ist... Da ist diese Riesenbrücke und der Tunnel gleich da im Anschluss. Oh. Das ist ein Ausblick. Mhm. Und ich kann mich nur wiederholen, die Stadt sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ja. So, dann fahren wir weiter. Okay. Sagen, ja? Ja, ist gut. Oh. Wow. Okay. Gut, wie ich dachte. Ich hab's doch gerade nicht gedacht. Alles okay? Ein Hoch auf die Stoßdämpfer. Stille, was ist tief? Ich merke das schon. Na, traust du dich? Was? Also da hoch nicht! Oh mein Gott! Hast du dir versprochen, dass sie etwas höher sind, als sie von arbeiten würden? Aha! Wow!
Wegen von hier unten ist die Aussicht gar nicht so hübsch, da muss man wirklich hoch. Ja, aber nein, traue ich mich nicht. Alles wow. Gut. Aber wenn du mal hier rüber kommst. Das ja. Ist die Häuserflucht, die ich meinte. Umf. Ja, ich von dem Haus sieht, ja. Das ist leider vermietet. Was? Boah. Okay, das ist krass. Echt schön. Finde ich auch. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht, dass du am Ende nicht mit einer Reizüberflutung dastehst. Das ist wahrscheinlich sowieso. Mein Motorradfahren hier oben auf unbefestigten Wegen fahren, ist schon krass. Ja, aber ich dachte, bevor wir jetzt irgendwie sinnlos schnell fahren, was auch Spaß macht, definitiv. Mhm. Aber sowas dann noch zu sehen, das ist richtig cool. Na dann, würde ich sagen, fahren wir noch ein kleines Stück weiter. Mhm. Ein paar Aussichten hebe ich mir von anderen mal auf. Okay. War ja langweilig, wenn es nichts mehr zu entdecken gäbe. Das stimmt. Darf man hier überhaupt rauf? Unter den Umständen ja. Ah, okay. Oder warte mal kurz, ich komm gleich wieder. Ja. Ui. Ein Grundstück. Oh. Mein Fehler. Upsi. Ja, das ist das Richtige. Okay. Halt dich fest beim Bremsenfahren. Was? Oh Gott. Ui.
Okay. Nur damit sie, nicht in der Einfahrt stehen. Ja gut, okay. Was sagst du? Wow. 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 Ja. Deine qualifizierte Meinung? Ich bin sprachlos. Okay. Gibt es Schlimmeres? Das ist ein... Ja, so ein bisschen. Kleiner Pool. Kleiner Whirlpool beheizt. Ja, und dann noch das Haus, das auf dem Grundstück draufsteht. Ist von innen auch ganz nett. Mhm. Holy moly. Wow. Das ist schön. Ist das das, was... Ist das das Grundstück, was dir so gefällt, oder? Nee, das ist das Ausweisgrundstück, weil das, was ich haben wollte, vermietet ist. Ach so. Ach, das ist dein... Ah. Okay. Ja. Wollte ich nur jemanden, der mit einzieht, weil alleine ist das ein bisschen groß und teuer. Ja, klar. Kann ich verstehen. Aber wo sind wir? Warte mal, Ich hab das am Ententeich. Ach, das ist dieser Teich, der aussieht wie eine Ente. Das da unten ist der Ententeich, genau. Der aussieht wie eine Ente, deswegen nennen ihn alle Ententeich. Ah, okay. Und dann sind wir genau über dem... Ach, ich guck gerade auf der Karte. Vinewood Hills. Ach. Das muss aber dann schon eine ziemlich gehobene Gegend sein hier. Yep. Deswegen sei ja, also theoretisch, ich würde es mir fast leisten können. Ja, aber es ist zu groß für einen allein. Ja. Ja. Miete liegt sich irgendwas bei 10,5 pro Woche. 10.500 Dollar. Ja. Ich und zweieinhalb Mietenkaution. Oh, wow. Ich bezahle gerade mal ein Fünftel davon im Monat für alles. An Steuern, Miete und Leasing. Ja gut, das kommt. Mal sehen, wie lange es noch frei ist. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mit einziehen möchte. Ja. Boah. So, wollen wir weiter? Aha. Ist nicht das schönste Holz von denen, die hier steht, aber mir gefällt es ein bisschen. Die Treppe ist mega gut. Also das finde ich mega schön. Ja. Dass man das über die verschiedenen Ebenen so gelöst hat. Hier oben ist halt dann die Garage. Oh. Ah, ja, okay. Ach na ja. Oh, und von hier oben kann man auch sehr schön schauen. Mhm. Kann auch ums Haus drum herum gehen, also hier. Mhm. Ja. Ui. Das ist schön. Und ja, vielleicht hat man auch schon mal probiert, in der Party nach hier aufs Dach zu klettern und vom Dach in den Pool zu springen. Geht. Fordert gewisses Maß an Geschick. Und Mut. Das auch. Wir sind ja nur zwei Tage. Wie viele Meter sind das? 10? 2 Etagen, das wären so 8. 8, ja. Irgendwas wenn man noch das, Dach mitrechnet, dann sind das schon mal... Das Problem ist eigentlich die Distanz zwischen Dachkante und Poolkante. Oh Gott, da bricht man sich doch sämtliche Gräten. Wenn man nicht genug Schwung hat, kommt man nicht bis zum Pool. Ach so, meine Güte. Okay.
Man kommt aber wirklich darauf nur, wenn man jetzt wirklich betrunken ist. Auf diese Ideen. Ich weiß nicht, was du meinst. Gar nicht, nee. Was, wenn es hier nicht frickelig? Keiner gesehen. Nee, hab ich nicht. Ja, mit der Eleganz, die du an den Tag legst, kann ich nicht. ja. Komm, wir haben ja eigentlich noch eine ganze Zeit, oder? Ja, 40 Minuten, sagt das Zeiteisen. Böses Zeiteisen. Im üblichen Menschen steht ja keine Stunde, ne? Amphitheater, oder? Ja, richtig. Boah, cool. Das ist ja krass. Ach, und da hinten ist das Casino, jetzt sehe ich. Ja, richtig. Oha. So schließt sich der Kreis. Guck mal, wie klein der Stock aussieht schon wieder. Ich muss mal gerade nicht... Ach, da. Ja. Das ist schon wieder so winzig. Boah, die sind riesengroß. Ja. Auch eine schöne Sicht von hier. Ja, ich... Telefon? Nee, fahren erstmal weiter. So, noch einen Gang hochschalten? Wie noch einen Gang hochschalten? Auf den Highway oder wie? Nee. Ja? Was?
interessant ist von allen Seiten. Warte mal, da hinten ist doch das... Da hinten ist das Observatorium. Da oben auf dem Hügel. Oh. Wie krass. Ja, guck mal, wenn du nach rechts guckst, siehst du die Kuppel vom Observatorium. Da war was. Genau, genau. Ja, sehe ich. Und hinter uns, da ist das Weinbootsschild. Ja. Da unten das Casino. Boah. Das ist ungefähr die Ecke, aus der mein Whistle-Profilbild gemacht ist. Ich hab's gesehen, ja. Also nicht ganz, aber fast. So, hast du also gesehen, ja. Mhm. Ich lebe noch mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Der Bergrücken auf einmal kam ich da so. Scheiße! Wo ist der Berg? Oh. Weißt du, was das Schöne ist? Hm? Was denn? Die Momente sind so kurz und so Adrenalin geladen, dass man gar keine Zeit hat, Angst zu haben. Ja, das stimmt! Das ist richtig! Oh. Geht's noch? Ja! Alles gut! Wunderbar, na dann. Hast du schon mal Ölspringen gefahren? Nein. Ist das da vor uns, oder? Ja, das ist das vielleicht rechts da? Normalerweise nimmt man die Ölstrecke, um zu schauen, wie renntauglich ein Auto ist. Ah, verstehe. Nee, dann nicht. Das macht dann nicht Spaß, wenn man ins Auto fährt. Ja, aber mit der Dilettante fahre ich das nicht. Wieso nicht? Das ist ein E-Wagen. Der fährt nicht schnell. Maximal 120 mit Rückenwind. Oh, ich muss mal kurz ins Telefon. Na klar. Herr Kino.
Ja. Wer ist da? Ach! Maeve, nee. Aber mach ich gleich. Nee. Also ich weiß, dass der Bruder meiner Chefin da arbeitet, aber die ist im Urlaub, deswegen kann ich dir da gerade nicht helfen. Ja, du kannst suchen, ob Lucky Lottery erreichbar ist. Ich mache immer mal wieder Werbung, wenn der erreichbar ist, das ist der Chef von auch Rüssel. Jo, ciao. Okay. Ja. Wenn es dir zu aufregend wird, muss es sein. Ja, alles okay. Bisher super. Gut, also ich habe mir fest vorgenommen, dass wir am Ende des Abends beide noch heile sind. Okay. Ich hoffe, das ist wir gut. Hoffentlich. Bei den Brüchen auch, die sind teilweise sehr stabil. Ja, ist gut. Sehen. Und ist trotzdem runtergefahren, ne? Das passt. Was ist das da vor uns? Eine der Rennstrecken. Ach! Ach so, und die andere ist oben in Paleto. Die habe ich schon von Weitem zumindest gesehen. Ah! Richtig. Ich dachte, das ist die andere Richtung. Ich dachte, wir sind das wäre jetzt quasi am Containerhafen. Also rechts davon, ja, ist der Containerhafen. Ja, richtig. Nee, ich dachte, das wäre, ich lag falsch. Ich dachte, das wäre der Flughafen. Und das wäre eventuell JVA, weil dieser Turm mich da so ein bisschen an so einen Überwachungsturm erinnert. Achso, ja, nee, das ist die andere Ecke. Ja. Nee, jetzt ist mir das auch klar. Entweder sachte oder mit Schwung. Sachte. Oh Gott, ich muss jetzt mal was. Ich hab Durst.
Tempo. Upp. Gut, ich musste gerade nur was trinken. Ja. Oh. Mach doch ein bisschen die Aufregung, dass der Hals trocken ist. Ja, solange es nicht ein wenig, dass du einen trockenen Mund hast. Nee, alles gut. Oh. Geht's so? Mhm, geht. Gesehen, dass du gewendet hattest. Hä? Ihr Vertrauen? Inwiefern? Ja. Vertraust du mir? Erst will ich wissen, was du vorhast. Ich frage, ob du mir vertraust. Ja. Dann komm mit. Okay. Oh Gott. Oh, oh Gott. Du hast ein Geländer? Ja, aber ich kann nach unten sehen. Das ist fest. Wackelt nicht. Ich darf nicht nach unten gucken, ich darf nicht nach unten gucken. Dann guck nach vorn. Ich guck ja. Arbeiten der Herz von Los Santos. Der Frachthafen? Ja, fast. Okay. Ui. Jetzt? Ja, ich versuche gerade nur nach vorne zu gucken. Nimm meine Hand, ich führe dich zurück. Oh Gott. Alles gut. Okay, dass du das jetzt mit mir machst, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
mein Gott. Geht's? Ja, jetzt habe ich wieder festen Boden. Nächstes Mal zeige ich dir, wie man auch auf diese Nein, das machst du nicht. Das wirst du nicht machen. Da kriegen mich... Was da? Oh nein, da kriegen mich keine 10 Pferde hoch. Nein. Nee. Ich hatte jetzt auch nicht vor, 10 Pferde aus dem Mut zu zaubern, sondern ich wollte alleine versuchen. Mich da hochkriegen? Nein, das wirst du nicht hinkriegen. Definitiv nicht. Okay. Und wenn das noch 10-mal gesichert ist, nein. Na gut. Jetzt? Mhm, jetzt ja wieder. Ja, dann fahren wir eine Runde und gucken mal, ob wir noch einen anderen Kick bekommen. Ja, okay. Das war schon ziemlich viel Adrenalin. Ich habe noch nicht gesehen, was man machen könnte, aber das ist vielleicht nicht 100% STVO-Konform. Oha. Aber im Kreis fahren, jetzt wird's lustig, okay? Ja. Was? Jetzt wird's erst lustig? Jetzt wird's erst lustig. Oh Gott. What?
ist. Nach dem Sprung? Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass du das so rüberspringst. Ich bin aufgesprungen. So soll es sein. Oh, mein Herz. Alter. Mega. Und dann kommt ein Mast noch, dann machen wir uns zurück auf den Weg zurück. Okay. Machen wir. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott! Ich war zu langsam. Aua. Eine gute Idee war, aber ich habe Kollegen schon gesagt, hast du es auch gemerkt? Ja, ich habe es auch gemerkt. Aua. Meinst du, wenn man keiner macht? Ja, das war eine dumme Idee. Oh mein. Nee, das war die Bank. Ich habe die Bank mitgenommen. Noch besser. Oh, nee, ich bin übers Motorrad geflogen. Also das Vorderrad ist gegen die Bank und ich vorn über und. Ja, wie gesagt, sorry, dass ich mitleid habe, aber das ist ein bisschen Karma. Ja, ich weiß, das war dumm. Scheiße. Oh, mein Knie. Na, Effi sollte irgendwann bestimmt auch kommen. Ja, danke fürs... Die meinen, wir schicken Zeitner jemanden.
Danke fürs Informieren. Alles gut, ich muss aber weiter, ich hab's eilig. Okay, hau rein. Alles gut, danke, ciao. Oh, mein Knie. Marco. Oh. Aua. Hallo. Hallo. Hi. Ich hab gerade schon mitgekriegt von Marco da vorne, dass... Wurdet ihr angefahren oder seid ihr irgendwie... Das war eine dumme Idee. Wir sind hinter uns. Diese Pagode als Sprungschanze genutzt. Oh. Und ich bin mit dem Vorderrad vom Motorrad an der Bank hängen geblieben und von über und jetzt tut mir mein Knie weh. Und wie geht es Marco? Nicht so gut. Oh nein. Ich habe ihn gerade eben mal gefragt, wie viele Finger ich zeige und dann hat er gesagt alle und ich habe nur vier gezeigt. Scheiße. Oh Gott. Das war eine dumme Idee. Verdammt. FD ist schon informiert. Ist schon informiert, okay. Ich habe gerade Fragezeichen noch. Nee, der Mann mit dem weißen Hoodie hat schon durchtelefoniert. Okay. Mike. Wow. Kann nur froh sein, dass ich den Helm auf hatte. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ich würde euch gerne. Nein, alles okay. Ich warte mal hier, bis der RTW kommt. Mhm. Oh. Ich höre doch schon was. Hört sich schon verdächtig danach an. Ja. Ich winke mal hier hin. Mhm. Oh. Hallöchen. Hallo. Emma, bist du das? Ja. Ach, Emily. Kannst du mir einmal erzählen, was passiert ist, ganz kurz? Das war eine dumme Idee. Wir sind hinter uns die Pagode mit dem Motorrad gefahren. Wir wollten das quasi als Sprung. Ja, und... Ja. Ich hab nur noch gesehen, wie Marco da lang geschlittert ist und ich hinterher mit dem Vorderrad gegen die Bank hinter mir. Und dann bin ich nur noch geflogen. Mir tut das Knie weh und ich glaube, ich habe hier an der Wange auch ein Au. Ich glaube, der Visier vom Motorradhelm war ein bisschen gesplittert. Helm habt ihr getragen, ja? Ja, ich hatte einen Vollhelm. Aber Marco halt nicht. Ja, das sind die Kollegen gerade drüben. Mhm. Welches Knie sagtest du, tut dir weh? Ah, das rechte. Hast du mal versucht, das rechte Bein zu beugen und zu strecken? Kannst du das Bein noch bewegen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay, ich versuche es mal ganz vorsichtig, ja? Mhm. Du schreist, wenn es gar nicht geht, okay? Ja, ist gut. Dass da irgendwas jetzt im Gelenk direkt hinüber ist. Ja. Ja, ich streck das jetzt einmal. Au! Okay. Ich versuche es mal vorsichtig ein bisschen zu beugen. Mhm. Okay, ich mach nicht mal Stelle. Das scheint sich nicht so gut anzufühlen. Und an der Wange sagtest du, hattest du was abbekommen, ja? Ja, ich hatte aber den Helm. Ja, ich sehe, du hast einen kleinen... Einmal ja. Der Bus jetzt wahrscheinlich ins Visier rein. Auf einer Skala, wenn du die Schmerzen beschreiben müsstest, Ember, zwischen 1 und 10, wo bist du da ungefähr? Also, ich sag schon eine 7. Ja. Schon eine 7, ja, okay. Alles klar. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich würde dir erstmal einen Tropf geben gegen die Schmerzen. Bist du Rechts- oder Linkshänderin? Linkshänder. Linkshänder. Dann gib mir bitte einmal deine rechte Hand. Ja.
komme ich einmal zu dir nochmal runter. Mhm. Mach mal kurz den Ärmel hier mal ein Stück hoch, dann komme ich besser ran. Ja, hier. Problem mit Nadeln irgendwas? Mhm. Okay. Aber ich habe eine Penicillinallergie. Penicillin, sonst irgendwelche Unverträglichkeiten? Heuschnupfen. Aber nur Penicillin, was jetzt medizinisch wichtig wäre. Ja, okay, das wird jetzt erstmal nicht relevant sein. Es gibt okay. Erstmal ein Schmerzmittel. Ich habe die Schmerzen von der Anästhesie. Sie hatte die dann beschrieben. Gut. Willst du da schon Nova geben? Genau. Okay, alles klar. Dann lege ich dir jetzt einmal einen Zugang immer. Mhm. Ich piek's einmal kurz. Ja. Okay. Ganz tapfer machst du das. Mhm. Schließt jetzt hier eine Ringerlösung an und da läuft dann Novalgin durch, ja? Das wird jetzt auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass die Schmerzen, die du aktuell hast, sich ein bisschen nach und nach runterfahren. Das wir natürlich nicht völlig verhindern können, aber es hilft auf jeden Fall erstmal ein bisschen jetzt durch die ersten Augenblicke zu kommen. Ja. Hier schon mal eine Sache. Ja. Bis dann. Gegenüberliegende Straßenseite. Ja, komm mal rüber. Übernimmst du einmal, Anno? Okay. Machst du mal deinen Namen verraten? Amber Collins. So, ich hole mal eben kurz die Trage. Ja. Und dann geht's auch schon los ins FT. In Ordnung. Ich werde das Bein noch mal kurz ein bisschen vorsichtig mit einem kleinen Verband stabilisieren, dass du es nicht bewegst. Mhm. Gut. Ja. Nicht erschrecken. Ich glaube, wir sehen das jetzt erstmal nur ein wenig, dass du den Zustand bekommst. Ist gut. Ich gebe mir eine Sekunde und dann bin ich. Immer mit der Ruhe. Wenn was sein sollte, einfach schreien. Ja, ist gut. Trage aber vorsichtig neben dich, nicht erschrecken. Ja. Okay. Dann lege ich dir gleich mal vorsichtig auf, ja? Ja, ist gut. Sehr schön. Ja. Wenn die Schmerzen schon erträglich, ja. Ja, aber ich glaube, mein linker Oberschenkel, das tut noch mehr weh. Ja. Gut. Stabilisiere den auch noch mal ein wenig, dass du dich bewegst. Oh Gott. Ja. Jetzt? Ja. Ja, es ist erträglich, aber ich muss gerade echt die Zähne zusammenbeißen. Brauchst du auch was zum Draufbeißen? Nee, es geht schon. Ich habe meinen Schal. Ich beiß drauf. Dann bleib ihm ganz vorsichtig. Ja. Ich sehe ihn hier erstmal. Ganz und dann nehmen wir wieder mit ins FD. Natürlich. Ich weiß nicht, ob Marco das alles so verstanden hat jetzt, aber ich habe bei Whitewater angerufen. Die wissen Bescheid, ist kein Problem und ich soll euch gute Besserung wünschen. Danke. Gute Besserung. Dankeschön. Ciao. Gut. Dann nehmen wir dich auch mit dem RTW. Mhm. Oh, hoch. Oh. Geht das so weit? Ja. Und dann schiebe ich dich einmal hinten rein. Mhm. Lies dich einmal vorsichtig als Monitoring an. Mach ja. Mach die Trage erstmal fest, dass du nicht mehr hinten rausrutscht oder rumrutscht. Ist gut. Nagel dich auf der Teil einmal vernünftig fest. Ja. So. Das Monitoring schließe ich einmal mit an, dass ich vorne alles auf Bildschirm habe. Mhm. Und dann kannst du mir ja gerne mal, wenn ich vorne bin, erzählen, was so passiert ist, damit ich weiß, dass du mir beim Bewusstsein bleibst. Ja, okay? Ist gut. Ich will gerne alles erzählen, was du möchtest, das, was raus muss. Bleib ist auch gut. Bei dir. Okay. Du musst nur ein bisschen lauter reden. Kannst du mich verstehen? Okay. Marco und ich, wir waren jetzt mit dem Motorrädern unterwegs und ja, wir sind halt herumgefahren und dann wollten wir quasi als Abschluss die Pagode als Sprungschatz zu benutzen. Im Nachhinein ist es eine dumme Idee gewesen. Und ich habe nur noch gesehen, wie Marco gesprungen ist und ich hinterher. Und dann habe ich schon gesehen, wie er da geschlittert ist.
Aber für mich war es dann auch schon zu spät und bin dann mit dem Vorderrad an der Bank hängen geblieben und ja, dann bin ich halt. Ah! Jetzt? Ja. Und dann bin ich halt gestürzt. Oh. Ja. Und ist es dann vorne oder nur ein Fahrer oder? Naja, wie soll man es sagen? Er ist erstmal mein Arbeitskollege, aber es war heute vielleicht unser zweites Date. Das ist doch schön. Mhm. Nur, er hatte versprochen, dass es nicht so endet. Ja, das verspricht man immer. Ich muss sagen, von meiner Freundin und ich, wir hatten auch immer ein paar Treffen, sind dann irgendwie kaputt gefahren und sind auch wieder zugekommen. Ja. Kann man vielleicht nicht ganz ausschließen. Nee. Aber wir sind jetzt zusammen mittlerweile. Glückwunsch! So, dann bremse ich einmal die Bremse, schließe das Monitor einmal wieder nach hier vorne. Dann schiebe ich dich einmal raus. Gut, dann schiebe ich dich auch schon rein. Mhm. Wenn wir einmal so dran kommen. Ja. Oder mal gucken, wo die gleich mit dir hinwollen. Hallo. Hallo. Hallöchen. So. Nach Motorrad-VU. Komisch aufs Knie und auf dem Oberschenkel. Schmerzen von der 7 bis 8, sie kann das rechte Knie kaum bewegen und den linken Oberschenkel auch nie. Ist alles soweit erstmal stabilisiert auf einer Vakuummatratze. Dann ist das doch deiner, bei mir ist es Schienbein. Ja, also, ist dasselbe. Achso, ja okay, ich gut. Ich hab nur Schienbein gesagt, aber ich meinte Bein. Alles gut. Ja, okay, ich meinte dann Oberschenkel. Durch zurücken. Gut, ist so viel. Hilf dir mal einmal. Schau fix, ob du da ist. Und Nova hängt auch schon. Perfekt. Oh, nee. Einmal, genau, ich sag, ich guck nur, ob frei ist. Achso. Hilf sie eben drauf. Ja. Ich hupf sie einmal rüber. So, einmal, ich hupf sie einmal rüber. Yep. Nehm dir einmal deine metallischen Gegenstände, so wie Handy etc. ab. Wird's denn mit den Schmerzen langsam besser mit den Schmerzmitteln? So langsam, ja. Ja, es braucht natürlich immer einen kleinen Moment, aber machen sie es erstmal gemütlich, dann helfen wir ihnen soweit. Ja. So, dann noch das Handy, Schmuck. So. Rechtes oder linkes Bein? Rechtes beides. Knie, linker Oberschenkel. Ja. Rechtes Knie, linker Oberschenkel, okay. Oh, genau. Aber langsam geht's. Stell mal diese so weit auf. Sieh mal einmal noch ihren Namen für mich. Amber Collins. Perfekt. Gut. Dann gibt's für Sie einmal noch eine Schürze. Der Kollege hilft Ihnen gerade noch mit den Sachen soweit. Ja. Ich lege die gerade vorne auf den Tisch. Genau, ich gebe Ihnen ja auch noch mal so ein Knöpfchen in die Hand, beziehungsweise ich sehe sie aber auch sonst durch die Scheibe, wenn es mit den Schmerzen doch schlimmer werden sollte, einmal da drauf. Ja. Röntgen dauert aber normalerweise auch nicht so lange, das heißt, ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Gut. In Ordnung. Dann eine gute Besserung. Dann, Dankeschön. Und viel Ihnen Erfolg auch. Vielleicht bald, Freund. Mikrofon muted. Na, das ging ja mal richtig in die Hose. Mikrofon activated.
Dame, da bin ich schon wieder. Ja. Ja, was soll ich sagen? Also ihren rechten Oberschenkel haben sie ihren linken Oberschenkel haben sie sich tatsächlich gebrochen. Oh nein. Aber ihr Knie hat erstmal nichts Schlimmeres. Das wird vorsorglich erstmal nur ordentlich geprellt sein. Ich nehme ihnen mal einmal kurz die Schürze weg, dann schnappe ich mir ihre Sachen und dann gehen wir mal einmal rüber. In Ordnung. Dann helfe ich ihnen einmal ganz vorsichtig. Ruhig voll abstützen bei mir, gar kein Problem, ich halte das aus. Und dann gehen wir einmal rüber. Oh nee. So, und dann helfe ich ihn einmal hier rauf. Und dann kannst du es wieder gemütlich machen. Ist mit dem Schmerzmittel langsam besser, sonst gebe ich ihnen noch eine halbe Dosis rein, wenn sie sagen, es tut immer noch recht stark weh. Nee, so lange, langsam geht es. So langsam geht's, okay. Ich glaube, das war auch ein bisschen. Der Schock. Ja, das ist bei sowas immer. Ist denn irgendwie schwindelig übel oder sowas? Nein, das ist alles in Ordnung. Okay, ich helfe Ihnen mal. Vor kurzem was gegessen. Okay, das ist tatsächlich sehr gut. Ich helfe Ihnen mal vorsichtig aus den Schuhen. Dann gucken wir mal, ob das mit der Hose so geht oder ob wir die aufschneiden müssen. Oh nee, bitte nicht. Machen wir ganz vorsichtig, ja? Ich versuche die so gerade, wie es geht, runterzuziehen. Ja. Ist das aushaltbar von den Schmerzen her? Ja, guck mal, da haben wir es geschafft. Damit. Perfekt. Okay. Oh Gott. Aber jetzt haben sie das Schlimmste schon mal hinter sich. So, Gott. Ich gehe mal alles kurz für den Gips zusammensuchen. Kleinen Moment. Okay. So. Dann wie folgt. Ich werde jetzt hier quasi einmal wie so einen Strumpf über ihr Bein drüber ziehen. Dann kommt hier so ein etwas dickerer Verband rum, ne, das so ein bisschen zum Polstern. Und dann machen wir auch schon die erste Gipsschicht drauf. Ist es wenigstens ein glatter Bruch, oder? Ja, ist ein glatter Bruch. Also ansonsten hätten wir einen OP gemusst. Aber nein, da sind sie wohl verschont. Gott sei Dank. Da sind sie verschont geblieben. Wie gesagt, Knie ist auch erstmal nichts Knöchernes zu erkennen. Man sieht ja auch hier schon, dass es ordentlich blau wird. Das werden sie sich wahrscheinlich einfach nur fies geprellt haben. Och, nö. Aber seien Sie froh, weil sonst, wenn er jetzt was Schlimmeres mit wäre, wären Sie noch jetzt gleich auf den Rollstuhl angewiesen gewesen. Weil mit beiden Beinen kaputt ist das mit der Krücke wird schwierig. Also, von daher haben Sie nochmal Glück gehabt. Warum soll man das Positive sehen? Ja, okay, das stimmt. Oh Gott, wie sag ich das, Lilly? Oh nein. Jetzt kommt die Erklärungsnot. Wie konnte das passieren? Wie, vor allem zwei vom Zivilamt einfach mal... Unfall. Oh. Ja, gut. Das macht es natürlich nicht besser, aber es passiert halt. Meine Güte, ne? Macht man ja nicht mit Absicht. Nein. Ja, ich hatte gerade auch noch gesehen, sie haben auch noch so ein paar Schürfwunden hier an den Beinen. Die werde ich dann gleich auch noch mit versorgen. Ja, ich hatte hier, glaube ich, vom Helm, glaube ich, an der linken Wange so ein bisschen. Ein bisschen gedrückt. Ich glaube, der ist ein bisschen kaputt gegangen. Auch noch mal an. Ja, seien Sie froh, dass der Helm kaputt gegangen ist. Sonst wäre es Ihr Kopf gewesen. Ja, ich bin auch heilfroh, dass ich den Vollhelm auf hatte. Sehr, sehr vorbildlich. Das machen tatsächlich leider die wenigsten und das sind immer keine schönen Verletzungen, sage ich Ihnen. Ja, den Helm, den hatte Whitewater gestellt. Ja, das ist sehr vorbildlich. Ja, nur Marco, tut's mir leid, der hatte nur so einen halben. Naja, aber auch immer noch besser wie nix. Ja, auch wieder wahr. Jetzt muss der Gips sowieso erstmal trocknen, dann würde ich mich hier einmal um das Knie kümmern und auch hier ist auch noch eine ganz große Schürfwunde, die würde ich auch nochmal einmal sauber machen. Keine Sorge, das ist so eine Kochsalzlösung, das brennt jetzt nicht oder so. Okay. Ist nur vielleicht ein bisschen unangenehm, weil ich es halt einmal spülen muss. Aber brennen sollte das nicht. Muss man einmal gucken, nicht, dass da irgendwie Dreck drin ist oder sowas. Natürlich. Das war natürlich nicht. Und entzündet sich das nur. So. Nein, alles gut. Oh, das haben wir sogar schon sauber. Dann mache ich Ihnen da einmal noch eine Salbe und einen Verband drauf. Nächstes Mal mit Motorradkleidung. Ja, das ist tatsächlich sehr zu empfehlen. Aber immerhin schon mal ein Helm, ne? Kleine Schritte und sowas. Sollten auf jeden Fall gucken, dass Sie Ihr Knie ordentlich kühlen und auch das Bein so ein bisschen hochlagern, wenn Sie abends zu Hause sind, ne? Desto schneller kann der Körper einfach diese Prellung auch abbauen. Ja, ist gut. Genau, so. Während das
der Gips noch zu Ende trocknet, gehe ich hier mal ganz kurz eine Krücke holen. Ja, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Danke. Ach, Mann. So, da bin ich schon wieder. Was sagt unser Gips? Ah, der ist fest. Haben Sie irgendeinen Wunsch, welche Farbe der Außenverband haben soll? Rot. Ja, das kriegen wir in so ein schönes dunkles Rot, oder? Gerne. Ich. Wenn, dann soll es schon ordentlich aussehen. Wenn, dann sollte man schon sehen. Gucken wir mal, was halten Sie hier von dem Weinrot? Wunderschön. Perfekt. Ja, wenn dann wenigstens. Wenn, dann soll man wenigstens das sehen, dass das. Richtig, genau deswegen nämlich. Eigene Dummheit. Wenn schon Gips, dann soll es wenigstens nicht scheiße aussehen. Ja. Dann war das tatsächlich auch schon. Dann würde ich Ihnen mal wieder vorsichtig in die Hose reinhelfen. Okay. Zum Glück ein bisschen weiter. Das sollte mit dem Gips gehen. Zu Hause am besten was Schönes, Gemütliches raussuchen. Ich habe Gott sei Dank eine Jogginghose. Ja, das ist Ihr bester Freund die nächsten zwei Tage. Oh, wenn dann auch schon beim Thema wären, in zwei Tagen müssten Sie bitte nochmal einmal zur Nachkontrolle kommen. Also am Mittwoch, okay. Genau, richtig. So einmal das eine Hosenbein und dann das andere reinschlüpfen. Genau, schön Vorsicht. Mit den Schmerzen geht jetzt mittlerweile auch? Ja, jetzt geht es. So, jetzt helfe ich Ihnen nochmal einmal in die Schuhe. Aha. Zumindest in den anderen können wir uns, glaube ich, sparen. Den mache ich Ihnen nur so ganz locker um den Fuß. Ja, am besten aber so, dass am besten die Schnürsenkel reinstecken. Das kriegen wir nicht, sodass wir noch drüber stolpern. Das wäre es noch. Ich bin doch nicht die Schuhe aneinander versprochen. Okay, gut. Okay. So, und dann werden wir Ihnen noch einmal den Zugang ziehen. Ja, das wäre es jetzt noch. Einmal über die Schnürsenkel gestolpert. Das wäre echt ärgerlich. Kann ich gleich hier bleiben? Ja. Nee, lassen wir mal. Also, nee. Ne, Sie sind zwar sehr sympathisch, aber das muss trotzdem nicht sein. Ich glaube, Sie stellen sich Ihren Abend anders vor. Ja. So, und dann ist der Zugang auch draußen. Ich schmeiß mal kurz alles weg. Ich würde Ihnen mal vorsichtig helfen, sich mal ein bisschen aufzurichten. Also entweder sich erstmal aufs Bett setzen oder schon mal die Füße über die Bettkante schmeißen, wie es Ihnen lieber ist. Ja, Moment. Ganz langsam, kein Stress. So wie es der Kreislauf zulässt. Genau, ich mache immer noch ein bisschen das Kopfteil hoch, dass es nicht so unangenehm ist. Yep. Es geht. Sehr gut. Was sagt der Kreislauf zum Sitzen? Der sagt schon mal, das passt. Das ist doch schon mal fein. Dann lehne ich Ihnen hier einmal die Krücke ans Bett. Können Sie sich die einmal wegnehmen und dann helfe ich Ihnen mal ganz vorsichtig runter. Schwingen Sie erstmal die Beine einmal über die Bettkante und dann langsam runter. Okay. Genau deswegen mich langsam. Hui. So, Krücke. So, gucken wir mal. Auch nochmal, bester Freund. Größe. Ich mache Ihnen die Nummer 1 kürzer. Ja, ist gut. Ich bin 1,63. Das sollte ein bisschen kürzer sein. So, schauen Sie mal, ist das so angenehm von der Länge? Ja, so geht's. Okay. Gut, ich habe gerade noch keine Akte von Ihnen gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei uns waren. Ja, einmal. Größeres. Nein, das ist das erste Mal. Gut, dann bräuchte ich tatsächlich mal einmal kurz Ihren Ausweis, damit ich das alles dann noch eintragen kann. Ja, kleiner Blick. Kein Stress. Mal aus der Portemonnaie kramen. Da ist er.
21.10.92 und am besten nochmal einmal ihre Telefonnummer, dann können wir die Akte direkt komplett machen. Moment, 415 593 593, dann trage ich das mich alles so ein, dann haben wir das direkt auch und dann müssen Sie, wie gesagt, in 2 Tagen noch was nachkontrollieren. Hier schon mal Ihr Ausweis wieder. Ja, danke schön. Dann bekommen Sie von mir nochmal 2 Schmerztabletten. Ja. Das ist dann aber heute Abend so vorm Schlafen gehen und für morgen früh. Ausreichend Flüssigkeit, kein Drogen, kein Alkohol, Kleinigkeit vor Essen. Selbstverständlich. Ne? Das Übliche. Und Sie kriegen nochmal eine Bepanthen-Salbe von mir mit, das ist für die Schürfwunde. Okay, danke. Dann sind Sie soweit versorgt. Ansonsten, wenn natürlich vor den 2 Tagen irgendwas sein soll, ich natürlich gerne jederzeit nochmal vorbeikommen. Ja, klar. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nee, erstmal nicht. Dann hätte ich tatsächlich nur noch Ihre Rechnung. Ja, jetzt kommt die bittere Pille. Genau, da kommen wir leider nicht drum rum. Nee, alles gut. Karte auflegen. Perfekt. So. Gut, dann ziehe ich noch kurz meine Handschuhe aus und dann würde ich Sie nach unten begleiten. In Ordnung, danke. Dann gehen wir einmal runter. In Ordnung. Ja gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den Aufzug. Ja, ist glaube ich... Oh Gott, no, nein. Oh nein. Was ist los? Die Treppen im Zivilamt. Oh nein. Ach so, ja gut, okay. Da kann ich leider nicht mithelfen. Ich kann nur hier mit dem Aufzug helfen. Tamara, hast du mal einen Lastenaufzug für mich? Ein Flaschenzug wäre gut. So ein Sessellift hier am Geländer. Ja, das wär was. Gut, dann wünsche ich Ihnen trotzdem einen angenehmen Abend zu heute. Ja. Eine gute Besserung. Dankeschön, ich warte jetzt noch auf Herrn Becchino. Machen Sie das, dann nehmen Sie doch am besten nochmal Platz, dann ist es angenehmer für Sie. Ja, alles gut. Bis dann. Vielen Dank. Besserung. Danke. Oh Gott, ey. Oh. Frage jetzt nur, wie komme ich von hier weg? Downtown Cap hat aber auf. Oh Gott. Warte auf Marco. Gummi kann auch noch ab. Ich hoffe nur, dass Marco noch raus kann.
Ember, Marco, was passiert? Wie geht's dir? Ich hab einen gebrochenen Oberschenkel. Du musst mir da nicht alles nachmachen. Was passiert? Es war eine dumme Idee, einfach die Pagode als Rampe zu benutzen. Sagen wir es einfach so. Der Sprung war cool, die Landung war cool. Der nee, Flug war die cool, war... die Landung war scheiße. Was habt ihr gemacht? Ich hab die Bank geknutscht. Ich hab versucht, an der Laterne zu bremsen. Was macht ihr denn, wenn ich nicht da bin? Ja. Oh Mann. Frag, ja, frag mich. Oh Mann, ey. Kann ich was Gutes tun? Ich hab Essen und Trinken dabei. Nee, alles gut. Ich habe. Ich habe auch Alkohol ganz viele noch im Kofferraum. Ich darf nicht. Ich bin noch voll mit Novalgin. Ich bin noch voll, ne? Ich bin noch voll. Oh Mann, ihr beiden, ey. Jetzt lach nicht. Oh Mann, ey. Ich habe einen Viersitzer, natürlich. Ich habe doch ein neues Auto. Ja, stimmt. Dann würde ich vorschlagen, wir bringen Emma nach Hause. Die muss gleich ins Bettchen. Ja, wartet vorne, ich fahr's einfach den Wagen vor. Dann müssen wir ja, okay, danke. Wir rufen ihn schon mal vor. Ja. Mein linker Oberschenkel ist kaputt. Ja, meiner auch. Oh, wow. Nicht dein Ernst. Aber das hat einen Vorteil, wenn du Automatik fährst, kannst du trotzdem Auto fahren. Ja, ich habe Automatik, Gott sei Dank. Aber der steht beim Zivilamt. Ich muss gestehen, ich hatte das. Der Abend sollte anders ausgehen, aber okay. Ja, ja, gut. Sei es jetzt drum. Es ist passiert. Warte, ich helfe dir. Nein, ich. Alles okay. Na gut. Ich muss erstmal die Krücke hier in die Hand nehmen. Oh mein Gott. Au. Au. Jetzt ja, mit dem Schmerzmittel. Mit dem Schmerzmittel geht's mir gut. Wo darf ich? Mirror Park. Fahr erstmal, ja. Geradeaus? Geradeaus erstmal. Also jetzt erstmal runter vom. Jetzt hier dann gleich rechts. Dann wieder links. Nicht hier. Das ist gegen Papa. Mir geht's gut. Dir geht's gut, ja, schön. Ich wollte direkt zurück ins FD, hab ich verstanden. Ich fahr auch langsam, ne? Wir haben auch nichts, wir haben auch keine zwei gebrochenen Beine. Ich hab auch beide Beine gebrochen. Nein, also mein linker Oberschenkel ist gebrochen. Und mein linker. Ja, jeder eigentlich. Links gebrochen, rechts aufgeschürft. So, wow. Die nächste Möglichkeit bitte rechts. Nächste Möglichkeit rechts, gar kein Problem. Also hier hoch. Ja, und dann fahr ein bisschen langsam, weil ich muss nämlich schreien. Ich fahr weiter. Noch einen weiter. Ja, alles gut. Noch eins und das nächste. Hier jetzt links. Was hier? Ja. Warte, ich muss wenden. Welches ist es? Jetzt fahr wieder ein Stück zurück und hier jetzt rechts. Ah, okay. Ah, schön einfach. Ja, oder? Dankeschön fürs Herbringen. Wir sehen uns morgen. Nein, ich schaff das schon. Alles gut, danke. Bis morgen. Bis morgen. Schlaf gut. Ja, ciao, ciao. Gute Besserung. Ja, danke. Oh Mann, ey. Au. Oh. Oh Mann, ey. Aua. Wie unfair. Das. Novalgin sollte man kühlen, soweit ich weiß.
Das noch. Das Ringerlösung. Wieso habe ich Ringerlösung? Egal. Oh, Himmel. Das wird ja morgen lustig. Ich muss noch mal nach draußen. Au. So. Ups. Ui. Oh Mann. Oh Gott. Au. Das war ein... Oh Mann. Thank you.